wonach er eine Körperschaft im Rahmen der Rechtsordnung sich. Ja, vielen Dank. Ja, der Bundestag wird sich im weiteren Verlauf dieses ersten Sitzungstages in dieser Woche eben beschäftigen mit der Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern, also ein landespolitisches Thema, was jetzt hier auf die bundespolitische Bühne drängt, denn die Fraktion der CDU-CSU-Fraktion hat eine Aktuelle Stunde mit dem Titel beantragt: Aufklärung der Rolle von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Rahmen der Vorgänge um die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Um was geht es? Die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern, gegründet mit dem Ziel, eben die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertigzustellen, ist ein politischer Dauerbrenner, wahrhaftig. Es geht um verschwundene Steuerunterlagen. Es geht aber vor allem um die Frage, welchen Einfluss Moskau ausübte. Seit ihrer Gründung, das war 2021, steht diese Klimastiftung nämlich in der Kritik. Sie wurde mit 20 Millionen Euro Stiftungskapital des russischen Gazprom-Konzerns finanziert, der ja maßgeblich am Bau von Nord Stream 2 beteiligt war. Die Stiftung hat nicht nur Umweltprojekte gefördert, sondern vor allem die Fertigstellung der Gaspipeline sollte sie sicherstellen. Durch dieses Konstrukt also sollten mögliche US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 umgangen werden und auch am Bau beteiligte Unternehmen vor Sanktionen abgeschirmt werden. Vor einigen Tagen ist es bekannt geworden, dass eine Finanzbeamtin in Mecklenburg-Vorpommern wichtige Steuerunterlagen verbrannt hat. Alles Weitere dazu jetzt in der Aktuellen Stunde mit dem ersten Redner Mario Czaja. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, jetzt stellen Sie sich das mal vor. Da gibt es eine Finanzbeamtin, die bearbeitet eine Akte. Und die findet an dieser Akte zufällig eine andere Akte. Eine Akte, die offenkundig Schwierigkeiten machen kann. Die Beamtin gerät in Panik. Der Druck der Behörde und in der Öffentlichkeit, der ist sehr groß. Und sie weiß sich nicht anders zu helfen, als die Akte mit nach Hause zu nehmen, bei der Freundin in den Kamin zu jagen. Wenige Tage später offenbart sich diese Beamtin ihrer Vorgesetzten. Bis dahin klingt es noch nach einem seichten Ostseekrimi, aber von da an beginnt auch ein handfester politischer Skandal. Und im Mittelpunkt dieses handfesten politischen Skandals steht wieder einmal die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, übrigens von ihrer zivilen Ausbildung her Steuerfahnderin. Jetzt reden wir zudem von einem Finanzminister von der SPD und einer Justizministerin von der Linken, die offensichtlich darüber informiert werden, das auch bekannt geben, aber es angeblich nicht für nötig erachten, diesen Brand dieser Akte zu melden. Wir reden über eine Ministerpräsidentin, deren Lieblingsprojekt die Gründung genau dieser Stiftung war, um Nord Stream 2 unter allen Umständen ans Netz zu bringen. Eine Ministerpräsidentin, die noch Ende Januar 2022 ihre Linie als wichtigste Gazprom-Lobbyistin treu blieb, als russische Truppen schon bis an die Zähne bewaffnet an den Grenzen der Ukraine standen. Da sagte sie noch: Ich hoffe auf ein zügiges, rechtsstaatliches Verfahren, damit die Leitung endlich in Betrieb geht. Eine Ministerpräsidentin, die in ihrem Einflussbereich so ziemlich alle an kurzer Leine hält, um alles unter Kontrolle zu haben. Und diese Ministerpräsidentin, wie gesagt, eine gelernte Steuerfahnderin, die soll von all dem nichts gewusst haben, sie will von all dem nichts gewusst haben, ist von ihrem Finanzminister, von ihrer Justizministerin über diesen Vorgang nicht informiert worden. Wer das glauben will, soll es glauben. Ich glaube es nicht. Aus meiner Sicht ist das die Fortsetzung von Tricksen, Täuschen und Vertuschen. Und die Vorgänge sind so unglaublich. Sie sind auch für die Rechtsstaatlichkeit in einer derartigen Unordnung. Und deswegen müssen wir eben darüber reden. Und Frau Schwesig nutzt ja oft die Gelegenheit, um hier im Bundestag zu sprechen. Heute hätte sie Gelegenheit gehabt, für Aufklärung zu sorgen, reinen Tisch zu machen. Sie kann es offensichtlich nicht. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Union hat beim Projekt Nord Stream 2 das Thema unterschiedlich beurteilt. Und es wurden Fehler gemacht, und zu den Fehlern haben wir auch gestanden. Das ist aber ein wesentlicher Unterschied zu Ihrer Landesregierung unter Manuela Schwesig, die das nämlich bis heute nicht tut. Diese Stiftung hatte einen Tarnauftrag. Anstatt Klima zu schützen, sollte sie Nord Stream 2 unter allen Umständen ans Netz bringen.
mögliche Sanktionen umgehen und dem russischen Staatskonzern das Geschäft ebnen. Dafür hat Gazprom 20 Millionen Euro in zwei Tranchen locker gemacht. Die Stiftung hatte nichts anderes als Sinn, als Generalunternehmer des Kremls, als langer Arm Putins zu agieren. Das war die Idee dieser Stiftung. Und diese Stiftung wird weiterhin von Ministerin Schwesig, von Ministerpräsidentin Schwesig verteidigt. Und dann kam am 24. Februar 2022 der Überfall. Der Überfall Russlands auf die Ukraine. Und eigentlich war das Geschäftsmodell dieser Stiftung beendet. Übrigens, die demokratische Opposition in Mecklenburg-Vorpommern hat das erkannt. Die hat das zum Ausdruck gebracht. Die Öffentlichkeit hat das erkannt. Nur Manuela Schwesig und ihre Landesregierung haben das nicht erkannt. Es fehlt an politischer Hygiene. Sie hat gesagt, dass sie diese Stiftung auflöst. Sie hat gesagt, dass sie die 20 Millionen Euro zurücküberweist an die Ukraine. Das ist an die Ukraine spendet. Nichts von beidem ist geschehen. Die Stiftung existiert, das Vermögen existiert dort weiterhin. Es fehlt ihr einfach an der politischen Hygiene. Und wenn Sie heute die Presseerklärung von der Stiftung sehen, dann sehen Sie ja, dass sich diese Landesregierung immer in weitere tiefere Widersprüche verwickelt. Sie enthält dem Landtag und der Öffentlichkeit wichtige Informationen. Sie zwingt Journalisten zu klagen, um den Skandal aufklären zu können. Dieser offensichtliche Schaden ist vor allem ein Schaden für die Demokratie, ein Schaden für den Rechtsstaat, ein Schaden für das Vertrauen in die demokratischen Institutionen. Ja, auch ein Schaden für Mecklenburg-Vorpommern, aber eben auch vor allem ein Schaden für Deutschland. Und für diesen Schaden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, gibt es eine Verantwortliche, die dafür die Verantwortung trägt. Das ist Ihre Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Parteifreunde haben die Verantwortung, dieses Thema endlich aufzuklären, nicht weiter zu vertuschen, die Dinge zu klären und endlich klaren und reinen Tisch zu machen. Frau Schwesig hätte heute die Chance gehabt. Diese Chance hat sie verstreichen lassen. Machen Sie damit endlich klaren Tisch. Dafür ist diese Aktuelle Stunde klar. Und dann schickt die CDU gleich mal ihren Generalsekretär Mario Chaya hier ans Rednerpult zum Auftakt dieser Aktuellen Stunde. Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern übrigens, da gibt es einen Untersuchungsausschuss, der die Vorgänge und die politische Verantwortung aufklären will. Jetzt Erik Malotki von Malotki für die SPD. Er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Während der Gründung der Klimastiftung und dem Bau von Nord Stream 2 war ich Kommunalpolitiker in meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Ein Bundesland, welches im Zuge der Diskussion um Nord Stream 2 wahlweise als Putins Vorposten oder Kremlsumpf betitelt wird. Ein Bundesland, bei dem die Union meint, die gesamte Schuld für die deutsche Russlandpolitik der letzten 16 Jahre abladen zu können. Die gleiche Union, die 16 Jahre im Bund und 15 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern mitregiert hat und jetzt von all dem nichts mehr wissen will. Gestern glühende Nord Stream 2-Freunde, heute Chefankläger gegen die eigene Politik. Vom Saulus zum Paulus innerhalb von Monaten. Ich sage Ihnen ganz klar, Sie machen hier eine politische Show auf dem Rücken meines Bundeslandes. Sie ziehen hier den Fehler einer 26-jährigen Steuerfachangestellten aus Mecklenburg-Vorpommern ins bundesweite Rampenlicht. Haben Sie einmal darüber nachgedacht, was Ihre Unterstellung und diese Aktuelle Stunde mit dieser Finanzbeamtin und ihrer Familie macht? Fakt ist, da brauchen Sie gar nicht lachen, Herr Merz. Fakt ist, zum Zeitpunkt der Vernichtung der Steuererklärung lag die Akte den Behörden vollständig vor. Es gibt also keine Lücken in der Akte. Die Steuererklärung wurde falsch abgeheftet und war deshalb nicht mehr zu finden für die Finanzbeamtin. Nachdem sie in Eigenrecherche die Steuererklärung doch noch gefunden hatte, war das Thema bereits übergroß in den Medien. Stellen Sie sich einmal den Druck vor, der auf der Schultern dieser Frau gelegen haben muss. Die Finanzbeamtin hatte Angst, dass sie wegen einer falsch abgelegten Akte in den Mittelpunkt einer Politik- und Medienkampagne gerät. Sie hat dann einen Fehler gemacht und die Akte vernichtet. Aber sie hat diesen Fehler gegenüber ihrer Vorgesetzten gemeldet und zugegeben. Deshalb konnte die Staatsanwaltschaft ermitteln und hat den Fall mittlerweile eingestellt.
Diese Frau hat Verantwortung übernommen. Lassen Sie mich dazu auch für die SPD Mecklenburg-Vorpommern eins klarstellen. Wir haben uns geirrt. Unser Ansatz des Wandel durch Handel hat nicht funktioniert. Und auch dafür übernehmen wir Verantwortung. Das gilt insbesondere für Manuela Schwesig. Sie hat im letzten Jahr öffentlich festgehalten, dass die Unterstützung für Nord Stream 2 und die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern mit dem Wissen von heute ein Fehler war. Was diese beiden Frauen, die 26-jährige Steuerfachangestellte und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern geschafft haben, ist bei der Union meilenweit nicht zu sehen. Wo bleibt denn Ihre Verantwortungsübernahme? Es ist kein Zufall, dass diese Schmutzkampagne ausschließlich von männlichen Unionsmitgliedern gefahren wird. Ihre Männerklicke will sich aus der Verantwortung stehlen und schmeißt deshalb mit Schmutz und diskreditiert nicht nur zwei Frauen, die Verantwortung übernehmen, sondern ein ganzes Bundesland. Mein Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß, dass es schwer ist, für eigene Fehler einzugestehen, aber genau das erwarten Menschen von der Politik. Was die Menschen nicht brauchen, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, ist politisches Showbusiness auf dem Rücken eines ganzen Bundeslandes. Und das ist besonders verwerflich, weil wir ein kleines Buch zusammenstellen könnten. Ein kleines Buch mit den Lobeshymnen der Union für Nord Stream 2. Ob hier im Bundestag, in Schwerin im Landtag oder gegenüber der Presse, die Union war immer zur Stelle als Pipeline-Freunde. Und ganz vorne dabei war mein Kollege Philipp Amthor. Der gleiche Kollege, der für Unternehmen die Türen im politischen Berlin geöffnet hat und dafür ordentlich abkassieren wollte, gibt sich jetzt hier als moralische Instanz. Kollege Amthor, Sie haben hier in einer Rede zu Nord Stream 2 gehalten und dabei gesagt, ich zitiere aus dem Protokoll der Sitzung vom 19. November 2020, die Fertigstellung dieser Pipeline liegt nicht nur im russischen Interesse, sie liegt vor allem im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Zitat Amthor Ende. Wenn also der Kollege Frey den vermeintlichen Kreml-Sumpf in Mecklenburg-Vorpommern trockenlegen will, muss er gar nicht zu uns in den Nordosten reisen. Er kann ganz einfach hier ins Bundestagsbüro des Kollegen Amthor gehen und um die Ecke anfangen. Lassen Sie mich zum Ende eins ganz klar sagen. Sollte irgendein Politiker, ob hier in Berlin oder in Mecklenburg-Vorpommern, sich kaufen lassen, bin ich der Erste, der einen Rücktritt fordert. Das habe ich beim Kollegen Amthor getan und das werde ich auch in Zukunft tun. Was aber dem Fass, und ich komme zum Schluss, und dieser Debatte den Boden ausschlägt, ist eine Union, die es für richtig hält, in dieser Aktuellen Stunde einen Abgeordneten als moralische Instanz und Chefankläger gleichsprechen zu lassen, der sich mit vollem Elan für ein Unternehmen eingesetzt hat, von dem er selbst einen Direktorenposten, Luxusreisen und Aktienoptionen erhalten hat. Das ist das Gegenteil von Glaubwürdigkeit. Danke. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist diese Stiftung, übrigens die Klimastiftung, politisch stillgelegt. Aber es gibt sie eben noch. Sie ist nicht aufgelöst, obwohl das die SPD-geführte Landesregierung eigentlich gefordert hat. Der Vorstandsvorsitzende ist der ehemalige Ministerpräsident Erwin Sellering. Er hat das auch begründet mit einem Streit um die Schenkungssteuer, die die Stiftung mit dem Land führt. Und genau um diese Schenkungssteuer geht es ja auch bei den verschwundenen Steuerunterlagen. Ich freue mich, dass die Frau im Finanzamt Verantwortung übernommen hat. Ansonsten war das wohl kaum jemand bisher. Und deshalb ist es gut, dass wir heute über dieses Thema sprechen, wenngleich es mich natürlich schmerzt, dass es wieder mal mein Heimatland Mecklenburg-Vorpommern ist, das in ein schlechtes Licht gerückt wird. Wir hatten ja schon eine Autobahn, die im Moor versunken ist. Jetzt ist es Schwesigs SPD-Sumpf. Leider. Ich bin nur etwas überrascht, dass die Union hier initiativ geworden ist, denn Sie waren ja dabei. Die CDU im Landtag hat der Stiftungsgründung zugestimmt. Und der damalige Bundeswirtschaftsminister Altmaier und seine Chefin haben auch keinen Stein in den Weg gelegt. Ich will nur daran erinnern, falls Sie sozusagen auch der Vergessenheit anheimgefallen sind, wie der Kanzler es ja schon getan hat. Die AfD hat übrigens damals der Stiftung im Landtag nicht zugestimmt, auch wenn wir davon überzeugt waren, dass Nord Stream fertig gebaut werden musste. Aber diese Konstruktion kam uns von Anfang an ziemlich windig vor und am Ende hatten wir leider damit recht.
Und wirkliche Aufklärung findet eben bis heute nicht statt. Es wird weiter fleißig gemauert. Der Landesfinanzminister Goye hat sich ja nun geäußert, gestern auf einer Pressekonferenz. Er hat aber mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Er hat lange geschwiegen, Begründung Steuergeheimnis. Ja, und was meldet die Stiftung heute? Schon im Mai 22 haben Sie ihm die Freigabe erteilt, sich zu äußern. Was erzählt uns der Finanzminister der SPD dort in Schwerin? Und es ist klar, es ist überragendes öffentliches Interesse sowieso an dieser Geschichte, wenn es um eine so hohe Summe Steuer geht bei der Schenkungssteuer und vor allen Dingen um eine abenteuerliche Verbrennung von Akten. Was sind das für Zustände in unserer Republik? Das ist doch Bananenrepublik, das können wir uns doch nicht leisten, so etwas. Eines ist klar, Minister Goye wusste bereits Ende April, das hat er ja zugegeben, vom Verschwinden der Unterlagen. Aber noch im Mai hieß es im Landtagsausschuss dennoch, dass alles da sei. Die Unterlagen seien da. Erst kurz vor Weihnachten haben die Landtagsabgeordneten dann vom Kamingeld erfahren. Man kann wirklich nur den Kopf schütteln. Wie geht man hier mit Volksvertretern um, die unser Land, in dem Fall Mecklenburg-Vorpommern, vertreten sollen? Und wie geht man mit den Bürgern des Landes um, die doch hier auch die Transparenz verdient haben? Es geht einfach nicht, was da passiert. Und die Schwesig-Frage bleibt nach wie vor offen. Wann wusste Manuela Schwesig von der verbrannten Steuererklärung und all den merkwürdigen Vorgängen im Ribnitzer Finanzamt? Und diese Frage muss die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern endlich öffentlich beantworten. Aber Frau Schwesig, mein Name ist Hase, duckt sich weiter weg. Und das ist die Methode, Schwesig. Man sieht sie eigentlich nur, wenn es was zu strahlen gibt, wie letzte Woche. Da sind unsere Volleyballerinnen in Schwerin erfolgreich gewesen, haben Pokal geholt. Wir gratulieren auch alle sehr, sehr herzlich. Aber da sieht man sie. Bei anderen Dingen duckt sie sich eben immer wieder weg. Wenn es unangenehm wird, hört man gar nichts von ihr oder zumindest nichts Gescheites. Oder ihr wachsen an jeder Hand noch mal neue Zeigefinger, um die Schuld auf andere zu schieben. Wie geschehen gerade bei der Geschichte Upal. Das kleine 500-Einwohner-Dorf in Westmecklenburg ist bekannt geworden, jetzt, weil es ein Containerdorf vor die Tür gesetzt bekommt, mit 400 Migranten. Frau Schwesig hat ein Interview geführt vor kurzem und hat gesagt, ja, das wäre eigentlich ganz gut, wenn diese Größenordnung vielleicht nicht so wäre und dieses Containerdorf etwas kleiner ausfallen könnte. Das ist ja sicherlich alles richtig, aber wer weist denn die Migranten zu? Es ist das Land Mecklenburg-Vorpommern, das den Kreisen die Migranten dorthin schickt. Und deswegen ist das wieder mal bigott, was Frau Schwesig hier macht. Es ist immer das gleiche Spiel. Alle anderen haben Schuld und sie wäscht ihre Hände in Unschuld. Das ist die Methode Schwesig und keine verantwortliche Politik, die sie dort treibt. Fassen wir zusammen. Im roten Filz der SPD im schönen Mecklenburg-Vorpommern herrscht etwas Unruhe, weil das Ausmaß der Tricksereien erst langsam sichtbar wird und die Ministerpräsidentin mittlerweile offenbar auch vielen als verbrannt gilt. Und noch dazu ist ja jetzt auch die AfD in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft in verschiedenen Umfragen. Das kann vielleicht auch eine gewisse Rolle spielen, kann ich nicht ganz ausschließen. Ich hoffe jedenfalls darauf, dass der Untersuchungsausschuss im Landtag die nötige Aufklärungsarbeit jetzt erzwingen wird, denn sie ist notwendig und unsere Landtagsfraktion wird sich daran auch fleißig beteiligen. Es darf auf Dauer nicht sein, dass unser schönes Mecklenburg-Vorpommern so unter Wert regiert wird. Und am Schluss noch mal ganz kurz zur Union, unsere großen Aufklärer von der Union. Es wäre wirklich schön, wenn Sie auch im Fall der gesprengten Nord Stream Pipelines so viel Elan an den Tag legen würden. Richten wir hier doch im Bundestag gemeinsam einen Untersuchungsausschuss ein, denn es muss auch hier die Wahrheit ans Tageslicht. Die Bürger haben ein Recht darauf. Vielen Dank. Ja, was die verbrannten Steuerakten anbelangt, dahinter steht ja auch die Frage, ob die Klimastiftung gemeinnützig ist oder nicht. Wenn nicht, muss sie nämlich Schenkungssteuer zahlen. Im September 2022 erhielt die Stiftung einen Steuerbescheid über 9,8 Millionen Euro. Grund, die Klimastiftung sei nicht gemeinnützig. Dagegen wurde geklagt vom Finanzgericht. Die Entscheidung, die steht übrigens noch aus, liegt also nach wie vor beim Finanzgericht.
Der mutmaßliche Hauptzweck der Stiftung war es nicht, besonders viel für den Klima- und Umweltschutz zu tun. Nach vielen wohlklingenden Spiegelstrichen hinsichtlich des Stiftungszweckes heißt es im Antrag der damaligen Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern an den Landtag im Januar 2021 am Schluss sehr unverblümt, Stiftungszweck sei es eben auch, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb innerhalb der Stiftung zu gründen, mit dem Zweck, so wörtlich, einen Beitrag zum Fortgang der Arbeiten an der Pipeline Nord Stream 2 zu leisten. Das Stiftungskapital in Höhe von 20 Millionen Euro sollte dann auch vom russischen Energiekonzern Gazprom stammen. Stellen wir uns einmal vor, ein politischer Beobachter wäre Ende 2020 bedauerlicherweise in ein Koma gefallen und erst heute wieder aufgewacht. Und er würde mit dem Betrachten der heutigen weltpolitischen Realität die Geschichte dieser Stiftungsgründung, so wie ich sie gerade in aller Kürze hier wiedergegeben habe, nachlesen. Wer könnte es diesem politischen Beobachter verdenken, wenn er dazu einfach rhetorisch fragen würde, wie konnte dieser Wahnsinn tatsächlich politisch umgesetzt werden? Nun, bekanntlich wurde das politisch genauso umgesetzt. Und stand die Landesregierung damit ganz alleine da? Nein, denn der Bau von Nord Stream 2 war auch ganz im Sinne der damaligen Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel. Dabei hatte es an Warnungen nicht gefehlt, im Ausland wie im Inland. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie es die damalige Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock war, die immer und immer wieder auf die geopolitischen Risiken dieses Projektes hingewiesen hatte. Nun, am Ende ist das wieder einer dieser Punkte, wo wir uns als Grüne wünschen würden, wir hätten nicht recht gehabt. Aber leider ist es eben anders. Zumindest ist festzuhalten, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ihren Fehler, wenn auch sehr spät, korrigieren und die Stiftung auflösen will. Gleichwohl bleiben weiter Fragen offen. Eine dieser Fragen betrifft den Umgang mit der Frage nach einer Schenkungssteuer auf das von Gazprom an die Stiftung überwiesene Kapital von eben 20 Millionen Euro. Wenn nun am Ende dann die Stiftungssteuer auf die kompletten 20 Millionen Euro berechnet werden sollten, dann würde das ja bedeuten, dass dieses Kapital in Gänze niemals dazu gedacht war, den Klima- und Umweltschutz zu dienen und damit gemeinnützig zu sein. Wie also kam das Finanzamt Riebnitz-Damgarten zu dieser Einschätzung und damit zu einer offensichtlichen Kehrtwende? Hat es politischen Druck gegeben? Hat es umgekehrt zuvor einen politischen Einfluss gegeben, diese Festsetzung angesichts des eingesetzten Untersuchungsausschusses zu verzögern? Ich nehme die verschiedenen Angaben dazu, auch hinsichtlich des Steuergeheimnisses der Beteiligten gestern und heute, mit Erstaunen zur Kenntnis. Und ist das Verbrennen einer Steuererklärung der Stiftung in einem privaten Kamin durch eine Finanzbeamtin tatsächlich nur eine skurrile Nebennotiz, weil Kopien der Unterlagen ja vorlagen? Selbst wenn das so wäre, und das mag ja so sein, dann passt es doch ganz gut ins Bild des Projektes einer Klima- und Umweltstiftung mit dem Geld eines russischen Gaslieferanten, das ebenso wie das Projekt der Pipeline Nord Stream 2 nie hätte begonnen werden dürfen. Ich bin froh, dass meine Kolleginnen und Kollegen der Grünen-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern hier nicht locker lassen und sich für umfassende Aufklärung einsetzen und den Vorschlag, mit den Restmitteln der Stiftung die Opfer von Putins Angriffskrieg zu unterstützen, finde ich doch sehr bedenkenswert. Eins kann ich Ihnen aber leider nicht ersparen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, nämlich das Benennen einer gewaltigen politischen Verantwortung auch auf Ihrer Seite. Es war die von Ihnen geführte Bundesregierung, die Nord Stream 2 trotz aller Warnungen weiter vorangetrieben hat. Und es war eben auch eine CDU-Landesministerin, die diese Stiftung innerhalb von 24 Stunden genehmigt hat. Innerhalb von 24 Stunden. Wow, die neue Deutschlandgeschwindigkeit. Aber mal Scherz beiseite, auch wenn wir uns als Koalition wirklich bemühen, Genehmigungsverfahren deutlich zu beschleunigen. Manchmal geht Gründlichkeit und lieber noch mal hinschauen und noch mal drüber nachdenken, eben doch vor Geschwindigkeit. Das wäre in diesem Fall wirklich wünschenswert gewesen. Ich hoffe, alle Beteiligten haben daraus gelernt. Keine Abhängigkeiten mehr von fossilen Energieträgern mehr. Es reicht nicht einseitig aus autokratischen Staaten. Wir haben dafür teuer bezahlt. Und nur durch die großen Anstrengungen dieser Bundesregierung und insbesondere von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck und den Menschen in seinem Ministerium sind wir noch mal davongekommen. Das Fazit kann also nur lauten: kein Greenwashing mehr, keine Abhängigkeit von Autokraten mehr und die Zukunft ist erneuerbar. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Sagt Sascha Müller für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt hören wir einen weiteren Redner, der in Mecklenburg-Vorpommern
politisch beheimatet ist, will ich mal sagen. Er ist aber auch der Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch. Diese Aktuelle Stunde ist ein ziemlich durchschaubarer Versuch der Union, eine Landesregierung, ein Bundesland und eine Ministerpräsidentin zu beschädigen. Ich kann nur eins um eins bitten. Lassen Sie bitte die Steuerfachangestellte raus. Diese arme Frau ist nun wirklich nicht die Verantwortliche. Und ausgerechnet die Union macht das. Ich würde es ja noch verstehen, wenn die FDP, wenn Hagen-Reinhold oder Claudia Müller von der FDP so einen Antrag gestellt hätten. Aber die Union, also ehrlich gesagt, die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern wurde natürlich gegründet, auch um Nord Stream 2 zu Ende zu bringen. Natürlich war das so. Sie wollten aber als Union bis, oder alle in Mecklenburg-Vorpommern wollten das bis zum 24. Februar. Es gab damals keine Gegenstimmen. Ich will mal vor allen Dingen daran erinnern, sowohl das zuständige Wirtschafts- als auch das Justizministerium war in der Hand der Union. Die waren unionsgeführt. Und es gab keine Einsprüche gegen die sogenannte dubiose Klimastiftung. Das ist nicht der Fall. Ist auch kein Wunder. In der Klimastiftung, im Vorstand, der Stellvertreter ist Werner Kuhn. Die Älteren erinnern sich, ein Kollege, der hier im Bundestag saß, der dann Europaabgeordnete der Union war. Die Union hat alles mitgetragen, meine Damen und Herren. Und ehrlich gesagt, wenn die Union lacht, wenn hier die SPD vorträgt, wissen Sie, was damals ernsthaft dubios in Mecklenburg-Vorpommern war? Das war das Verhalten von Philipp Amthor. Der hat sein politisches Mandat für private Interessen missbraucht. Von St. Moritz bis nach New York. Sie haben gependelt zwischen diesen Orten, immer mit dem Shampoosglas in der Hand. Was macht denn Ihr damaliger Kumpel Hans-Georg Maaßen heute? Das ist ein politischer Skandal gewesen, lieber Philipp Amthor. Da hätten Sie mal etwas mehr Zurückhaltung an den Tag legen müssen. Und meine Damen und Herren, niemand, wirklich niemand, der bei Verstand ist, glaubt doch ernsthaft, dass ein Projekt solcher Größenordnung, Nord Stream 2, eine Stiftung dazu zu gründen, in Mecklenburg-Vorpommern entschieden ist. Na, das ist doch absurd, Mario Chaya, völlig absurd. Weder Angela Merkel, noch Olaf Scholz, noch Peter Altmaier haben damals gesagt, Stiftung mit uns nicht. Nein, die haben das alles mitgetragen. Sie wollten das. Angela Merkel war in Wahrheit die Mutter von Nord Stream 2. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und ich sage ganz klar, ich war auch für Nord Stream 2. Ich war auch für Nord Stream 2. Ich stehe dazu. Ich habe mich in dieser Frage geirrt. Das war ein Fehler. Das ist doch unbestritten. Aber ich will mal Ihren damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier zitieren. Der hat hier noch ganz am Ende seiner Legislatur gesagt und sich dagegen verwahrt, Projekte, die auf Jahre angelegt sind, alle paar Monate in Frage zu stellen. Das ist die Wahrheit. Haben Sie als Union das alles vergessen, meine Damen und Herren, nur weil das jetzt nicht mehr opportun ist? Ich finde, ehrlich gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und dann haben offensichtlich auch die Kolleginnen und Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern einige gravierende Erinnerungslücken. Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, ist hier schon erwähnt worden, wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt. Richtig so und gut so. Alle Ministerien haben die angeforderten Akte und Dokumente geliefert. Nur ausgerechnet die Kalender der Unionsminister von Herrn Glawe, von Frau Hofmeister, von Herrn Renz, da waren die Daten gelöscht. Donnerwetter, was ein Zufall, gerade die Union. Aber hier vergleichsweise eine große Klappe. Ich appelliere bei uns allen daran. Lassen Sie uns bitte an den Fakten orientieren. Natürlich Aufklärung, natürlich Transparenz, aber bitte auch Rechtsstaatlichkeit. Selbstverständlich aufklären, warum die Beamtin illegal eine Steuererklärung verbrennt. Das ist doch völlig unbestritten. Aber das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft in Mecklenburg-Vorpommern und nicht von Hobbyanklägern aus der Union, meine Damen und Herren. Gleichwohl, die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern, die ist obsolet. Nord Stream 2 ist absehbar kein Thema. Das ist zuallererst so, weil Russland seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine führt. Aber es ist auch so, weil die Pipelines zerstört worden sind. Und um das klar zu sagen, weil Infrastruktur für die deutsche Energieversorgung angegriffen wurde. Und meine Damen und Herren, das ist ein inakzeptabler Vorgang. Das sollte dringend aufgeklärt werden. Aber da schweigt die Bundesregierung, meine Damen und Herren.
Und abschließend selbstverständlich, sowohl Erwin Sellering als auch Werner Kuhn, ich erwarte von denen, dass sie die Auflösung der Stiftung nicht weiter blockieren. Das muss endlich geschehen. Da mögen Union und SPD bitte Druck machen. Aber liebe Union, bitte etwas kleinlauter, wenn man in seinen Reihen Verantwortliche wie Philipp Amthor hätte. Etwas mehr Bescheidenheit werde angebracht. Herzlichen Dank. Ja, auch wenn die Klimastiftung unter maßgeblicher Mitwirkung von Ministerpräsidentin Schwesig mit dem Zweck gegründet worden war, drohende US-Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu umgehen. Dietmar Bartsch hat gesagt, erinnern Sie sich, alle wollten das doch in Mecklenburg-Vorpommern. Hagen Reinhold jetzt für die FDP. Ich war eigentlich dankbar über diese Aktuelle Stunde, weil sie die Möglichkeit gegeben hätte, verloren gegangenes Vertrauen in Demokratie und Exekutive wiederherzustellen. Das wäre heute hier die Gelegenheit gewesen. Das Mindeste, was ich mir erwartet hätte, wäre bei allen Vorrednern, die vor mir kamen, den Ausdruck, dass der Bedarf besteht, lückenlos aufzuklären, was mit dieser Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern los ist. Und zu zeigen, dass Fehlverhalten in der Politik nicht konsequenzenlos bleibt. Und das habe ich bei einigen Rednern bis jetzt schmerzlich vermisst. Ich bin froh, dass es in Mecklenburg-Vorpommern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt, der all das aufklärt rund um diese Stiftung. Denn wir wissen ja nicht erst seit heute, dass bei der Erstellung der Stiftung nicht nur Staatskanzlei, Finanzministerium dabei gewesen sind, sondern auch, dass man aus Russland den Stift gehalten hat. Und das muss uns zu denken geben und das muss Konsequenzen haben. Dieser Konstrukt der Stiftung, dass der falsch ist, zeigt ja nicht nur die Vorgänge rund um die Steuer, die jetzt da sind. Denn wer glaubt denn ernsthaft, dass 20 Millionen von Gazprom überwiesen worden sind an diese Stiftung, um Seegraswiesen in der Ostsee zu errichten? Wer glaubt das denn ernsthaft? Das glaubt auch kein Mensch. Hätten die das vorgehabt, hätte es ja Möglichkeiten gegeben. Bei Nord Stream 1 gab es nämlich schon eine Stiftung, da sitzen sogar Umweltverbände mit im Vorstand drin. Die hätten es bestimmt besser gemacht. Mit 10 Millionen damals von Nord Stream 1 in die Wege geleitet, diese Stiftung. Die wäre doch da gewesen. Die Möglichkeit hätte also bestanden. Das also kann der Grund nicht gewesen sein. Welche Erwartungshaltung hat man also an diese 20 Millionen geknüpft? Welche politische Erwartungshaltung an die Landesregierung waren damit verknüpft? Das ist das, was es zu klären gibt und das ist das, was es zu bewerten gibt. Und es gibt ja noch viel mehr um diese Stiftung, was lustig erscheint, aber vielen politisch Handelnden eigentlich ihre Doppelmoral vor Augen führt. Fangen wir mal damit an, dass 80 Firmen für 165 Millionen Euro Aufträge erhalten haben von dieser Stiftung. Vorbei an jedem Vergaberecht. Bei einer Landesregierung, die gerade ein Tariftreue- und Vergaberecht in Mecklenburg-Vorpommern durchsetzen will, mit höchsten moralischen Ansprüchen, höchsten sozialen Ansprüchen, die gründet eine Stiftung, wo sie an jedem Vergaberecht vorbei 165 Millionen Aufträge verteilt. Diese Doppelmoral ist doch offensichtlich und noch gar nicht zur Sprache gekommen. Wenn ich den nächsten Punkt aufmache, der sollte uns im Bundestag schon zu denken geben. Ein kleines Bundesland, Mainz in Mecklenburg-Vorpommern, hat nämlich über Jahre hinweg Nebenaußenpolitik betrieben. Und das würde ich mal meinen, in angesichts der Tatsachen, die uns heute vorliegen, ohne jede Kompetenz. Da ist Außenpolitik gemacht worden, auch ohne jedwige Kompetenz einzuschätzen, welche Sicherheitsrelevanz das eigentlich haben kann. Und ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Sellering reist 2014 zu einer Wirtschaftsreise nach Russland und lässt sich nach der Krim-Annexion noch auf einem Empfang zu Ehren von Gerhard Schröder von Nord Stream blicken. 2016 auf dem zweiten Russlandtag stellt er sich hin und sagt, die Sanktionen gegen Russland müssen abgeschafft werden, der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Die Gäste des Russlandtages haben übrigens bis zum Schluss, sind die keiner Sicherheitskontrolle unterworfen worden. Das gab es überhaupt nicht. Und wenn ich heute sage, es braucht wahrscheinlich sogar mehr als den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, es braucht wahrscheinlich sogar einen Sonderermittler, der aufklärt, dann mahne ich jetzt schon, nicht, dass die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern darauf kommt, wir machen es wie in Hamburg und nehmen einen sozialdemokratischen Genossen mit Russland-Vergangenheit, wo der Verfassungsschutz davor warnt, dieser Sonderermittler sollte besonders neutral da sein. Das Abhängigkeitsverhältnis der Landesregierung zu Russland ist doch mehr als offenbar. Und jetzt die Vorwürfe rund um die Stiftung der letzten Tage. 2022 im April der Finanzminister, und jetzt reden wir über Steuergeheimnis. Die Justizministerin, wissen wir, die hat seit Mai 2022 Kenntnis davon gehabt. Die ist nur wirklich an Steuergeheimnis nicht gebunden gewesen.
Unabhängig davon, dass heute die Pressemitteilung der Stiftung uns ja sagt, dass im Mai schon das Steuergeheimnis aufgehoben worden ist und jeder die Möglichkeit gehabt hätte. Wo ist denn hier das Fingerspitzengefühl einer Landesregierung, die hätte erkennen müssen bei der öffentlichen Debatte rund um die Stiftung, dass es notwendig gewesen wäre, die Öffentlichkeit herzustellen, zumindest dem Parlament Bescheid zu sagen, was mit den Steuerakten geschehen ist. Wo sind denn die Steuernummern eigentlich der beiden Vorgänge? Es sind ja zwei Einzahlungen gewesen. Wo ist zumindest mal eine Ablage, eine Nummer eines Vorgangs in einem Finanzamt? Warum wird nicht besprochen, dass das nicht nur in Rostock eingegangen ist, sondern auch 6 Monate später und das Gesetz was ganz anderes vorgibt? Warum ist denn bis jetzt noch nicht gesprochen worden, dass hier bei diesen Landessteuern, bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer ganz offensichtlich auch im Verfahren schon einiges im Argen liegt? Ich meine, sowohl die Nebenaußenpolitik der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern sollte uns nicht nur zu denken geben, sondern zeigen, dass es diesem kleinen Bundesland nicht gelungen ist. Die Vorgänge rund um die Stiftung zeigen, dass Demokratie, das Vertrauen in Demokratie verloren gegangen ist. Das müssen wir mühevoll wieder aufgeben. Und jeder ist jetzt gefragt, mit seinen auch politischen Konsequenzen dazu beizutragen, dass zusätzlich zum verloren gegangenen Vertrauen in die Politik, in die Demokratie, auch das Vertrauen in unsere Institutionen wieder vorherstellen. Es kann nicht sein, dass bei den Bürgern der Eindruck erweckt wird, dass in einem Finanzamt ganz offensichtlich manche eine andere Rolle spielen als jeder normale Bürger. Ich übrigens bin beim Finanzamt Drittnitz-Damgarten, auch mit meiner Firma, habe mich da bis jetzt immer gut behandelt gefühlt und habe nie festgestellt, dass nach Nase da behandelt wird. Also, es gibt nur eine Sonderermittlung. Die Redezeit war vorbei gewesen, als Sie Ihre persönlichen Outings hier. Genau. Ich entschuldige mich recht herzlich und wünsche der SPD eine gute Aufklärung. Die Wünsche von Hagen Reinhold. Philipp Amthor wurde hier in der Debatte schon mehrfach angesprochen. Jetzt kann er darauf reagieren. Er ist der Vorsitzende der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, allen rot-roten Nebelkerzen zum Trotz muss man noch mal sagen, der Kreml schiebt 20 Millionen in ein Land, um angeblich dem Klimaschutz zu helfen. Eine Finanzbeamtin verbrennt, Zitat, aus Panik eine brisante Steuererklärung im Kamin. Ein Finanzminister belügt das Landesparlament und eine Ministerpräsidentin will von all dem erst aus der Presse erfahren haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, diese Szenen klingen nach einem lauen Sonntagabend-Krimi, aber der metaphorische Tatort Schwerin ist leider real. Realität im Land Mecklenburg-Vorpommern, meine Damen und Herren. Das alles garniert mit Liebesgrüßen aus Moskau und die handelnden Akteure, sie sind alle noch im Amt. Und ich finde, es ist völlig berechtigt, dass wir diese Vorgänge hier im Parlament auch debattieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will es als Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern deutlich sagen, ich bedauere vor allem, dass diese Vorgänge das Land Mecklenburg-Vorpommern in Misskredit gebracht haben. Und das liegt nicht daran, dass die Union das hier thematisiert, sondern das liegt am Verhalten der SPD, meine Damen und Herren. Das ist die Realität. Und ja, die CDU hat regiert mit Manuela Schwesig, als die Klimastiftung aufgesetzt wurde. Das alles ist aber kein Blankoscheck für Kamingate. Das ist kein Blankoscheck dafür, dass der Finanzminister jetzt das Parlament belügt. Das geht auf das Konto von Manuela Schwesig, und das muss auch die Wahrheit bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vor allem Frau Schwesigs Umgang mit den aktuellen Vorwürfen ist ja bemerkenswert. Im März 2020 hat sie rechtlich zugegebenermaßen heikel, aber doch entschlossen versprochen, die Auflösung der Klimastiftung. Resultate? Fehlanzeige. Ein Jahr später keine Zeitenwende bei der Stiftung. Sie hat ebenfalls im März 2022 versprochen, dass das Kreml-Geld stattdessen in die Ukraine gehen soll. Resultat? Fehlanzeige. Und jetzt auch noch Kamingate, das zu Recht die Frage aufwirft, ob diese rot-rote Landesregierung noch in der Lage ist, mit Selbstreinigungskräften sich diesem Thema überhaupt anzunehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen will ich sagen, das alles macht Mecklenburg-Vorpommern zum Gespött, und dafür trägt Rot-Rot die Verantwortung. Und ich bedauere es in diesem Zusammenhang auch, dass die Ministerpräsidentin und ihr hoch angeschlagener Finanzminister die Chance verpasst haben, hier heute im Parlament selbst Stellung zu nehmen. Eines ist für uns klar, im Landtag wie im Bundestag, Frau Schwesig kann das nicht einfach weglächeln, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich Ihnen auch sagen, es macht mir große Sorgen,
wie die rot-rote Landesregierung und Minister Goyal, der Finanzminister, mit dem Parlament umgeht. Im Mai 2022 hat er den Landtag darüber informiert, dass ihm keine Erkenntnisse vorliegen zu verloren gegangenen Steuererklärungen in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt müssen wir erfahren, dass er bereits im April darüber informiert wurde. Und das führt doch zur zentralen Frage, warum lügen Schwesigs Minister, meine Damen und Herren? Das ist doch hier die Frage. Warum hat diese Entscheidung über die Schenkungssteuer so lange gedauert? Wir haben heute von Herrn Sellering gehört, dass angeblich das Bundesfinanzministerium gefragt wurde. Dazu wissen wir nichts. Dann hieß es erst keine Steuerveranlagung, dann angeblich schon. Frau Schwesig sprach immer von 20 Millionen für den Klimaschutz, nicht von 10 Millionen. Es war hin und her, vor und zurück. Und wir fragen deshalb, was haben Sie eigentlich zu verbergen, Frau Schwesig? Und wir erleben in dieser Debatte ja Heldenhaftes. Der schwer angeschossene, lügende Finanzminister im Land Mecklenburg-Vorpommern wirft sich im letzten Gefecht dann jetzt vor Manuela Schwesig und sagt, die hat von alledem erst aus der Presse erfahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wen wollen die beiden mit dieser Geschichte eigentlich zum Narren halten? Das kann doch nicht funktionieren. Jeder, der sich mit dem Thema auskennt, jeder, der sich mal mit der Frage des Steuergeheimnisses beschäftigt hat, der weiß seit 1984, seit der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Flick-Verfahren, dass wenn das Vertrauen in die Steuerverwaltung gefährdet ist, dass dann das Steuergeheimnis durchbrochen wird, sowohl gegenüber dem Parlament als auch innerhalb der Regierung. Und man muss sich ja fragen, wann ist denn das Vertrauen in die Steuerverwaltung aus Sicht von Frau Schwesig gefährdet? Wenn nicht bei einer brennenden Steuererklärung, muss erst die ganze Finanzverwaltung in Flammen stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Frage muss man doch aufwerfen. Und deswegen ist für uns klar, dieses Thema braucht Antworten in der Sondersitzung des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern. Und es wäre gut gewesen, wenn diese Antworten auch hier im Parlament gegeben werden. Wir lassen das Manuela Schwesig nicht durchgehen. Herzlichen Dank. Soweit Philipp Amthor, der hier nicht auf die Vorwürfe eingegangen ist, die vorher schon in der Debatte aufkamen, die zugegebenermaßen auch nicht das Thema dieser Aktuellen Stunde sind. Timon Gremmels spricht jetzt für die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, als einer der Abgeordneten, der in der letzten Wahlperiode sehr häufig hier vorne gestanden hat und auch für Nord Stream 2 gesprochen hat, möchte ich die Gelegenheit nutzen und sagen, dass ich da einer Falschauffassung unterliegt bin. Ich bin davon ausgegangen, dass Wandel durch Handel funktioniert, dass die Pipeline auch eine Brücke sein kann. Und seit dem 24.02. letzten Jahres müssen wir feststellen, muss ich für mich feststellen, dass ich falsch gelegen habe. Und das gehört an so einer Debatte an erster Stelle. Ich wundere mich, dass die Union dazu nicht fähig ist, weil auch sie hat dafür gestimmt, und zwar durchgängig. Wenn ich jetzt hier, Herr Scheier, Sie höre, Sie haben gerade gesagt, es gäbe unterschiedliche Positionen in der CDU, hätte es gegeben zum Thema Nord Stream. Ich habe gestern in der Vorbereitung mal die Debatten durchgelesen. Herr Hahn, CSU, Herr Altmaier, Herr Pfeiffer, Herr Köppen, Herr Amthor, Herr Hauptmann, alle, die hier gesprochen haben, waren glühende Verfechter für Nord Stream. Ich weiß gar nicht, wo Sie dann sozusagen Ihre unterschiedlichen Positionen hatten. Falls Sie die gehabt haben, haben Sie zumindest die sehr gut verschleiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Amthor, Sie sind ja ein guter Rhetoriker. Aber wenn gerade Sie sich hier hinstellen und über das Vertrauen in Politik und in Politiker sprechen, mit Ihrer eigenen persönlichen Vita, mit Ihrer wenigen Selbstreflexion, mit der Unvernunft und der Unmöglichkeit, sich auch dafür zu entschuldigen und Konsequenzen zu ziehen, das bei anderen einfordern, das zeigt doch, was für ein kleines Karo Sie machen. Und ehrlich gesagt, Herr Merz, ich verstehe nicht, warum Sie Herrn Amthor hier als Redner vorgeschlagen haben. Das zeigt, dass es voll in die falsche Richtung geht. Und Herr Scheier, dass das hier um politischen Klamauk geht, zeigt doch, dass hier nicht ein Energiepolitiker der Union gesprochen hat als erster, nicht ein Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern. Nein, der CDU-Generalsekretär spricht hier. Das sagt doch alles. Sie wollen hier einen vermeintlichen Skandal auf die Bundesebene hören, um sich selber zu profilieren. Das ist ganz kleines Karo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann machen Sie das noch auf dem Rücken einer Steuerfachangestellten, die einen Fehler begangen hat. Sie hat einen Fehler begangen. Sie hat Unterlagen vernichtet. Sie ist aber selbst zu ihrem Finanzamtsvorstand gegangen, hat sich selber
dort auch offenbart. Es ist sofort ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Es ist sofort die Staatsanwaltschaft informiert worden. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, das Verfahren ist abgeschlossen, das Disziplinarverfahren läuft noch. Es ist doch hier wirklich nach alles, nach diesem Fehlverhalten, das individuell ist, alles ordentlich aufgearbeitet worden. Und ich könnte ja Ihre Sachen verstehen, wenn das, was sozusagen verbrannt worden wäre, nicht mehr da wäre. Aber es ist doch sehr unverzüglich bei dem Steuerberater auch angefordert worden, die Kopien der Unterlagen. Das heißt, die liegen vor. Das heißt, alle Akten sind vollständig. Das auch mal an die Menschen, die uns dazukommen. Es ist nichts vernichtet worden auf immer, sondern die Daten, Fakten und Zahlen sind vorhanden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist das, was doch entscheidend ist. Hier liegen alle Fakten auf dem Tisch. Und ehrlich gesagt, es ist doch auch völlig richtig, dass sowas dann in einem Untersuchungsausschuss auf Landesebene aufgearbeitet wird. Da gehört es hin und nicht hier in den Deutschen Bundestag. Na, wenn Sie meinen, doch, dann kann ich Ihnen sagen, vielleicht haben Sie ja sogar recht, vielleicht gehört es doch hierhin, weil die spannende Frage ist doch, weil Sie immer sagen, dass diese Stiftung, die sei ja irgendwie ominös, da kann ich Ihnen nur sagen, diese Stiftung hat der Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler am 7.1.2021 im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu hat er gesagt, ich zitiere, aus diesem Grund befürwortet meine Fraktion unverändert den Bau der Pipeline, ebenso jetzt die Einrichtung der Stiftung, die neben dem Klimaschutz auch den Bau der Pipeline absichern soll. Ein führender CDU-Politiker aus Ihrem Bundesland hat das am 7.1.2021 im Landtag gesagt. Das ist Ihre Position gewesen. Sie haben die Stiftung für richtig empfunden und haben ja auch noch ein Mitglied, einen stellvertretenden Vorsitzenden benannt. Und Peter Altmaier hat in einem seiner vielen Gespräche jetzt in seiner vielen freien Zeit in der Augsburger Allgemeinen zum 30.04.2022 zur Errichtung der Stiftung gesagt, ich zitiere, ich habe nach gründlichen Überlegungen davon abgesehen, das Projekt öffentlich zu kritisieren, weil es sich formal letztlich um eine Entscheidung des Parlaments eines Bundeslandes im Rahmen seiner Zuständigkeit handelt, die von der Regierung des Bundes grundsätzlich nicht öffentlich kritisiert werden sollen, aus Respekt vor dem Bund-Länder-Verhältnis. Das heißt, Ihr damaliger zuständiger Bundeswirtschaftsminister hat davon abgesehen, da Widerspruch einzulegen. Auch das gehört zu einer Gesamtverantwortung dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der kommen Sie nach, nicht nach. Und deswegen lassen Sie uns hier das Spektakel beenden und lassen Sie uns zur Fach- und Sachaufklärung im Untersuchungsausschuss im Lande Mecklenburg-Vorpommern gehen. Da gehört es hin und da wird eine gute Arbeit geleistet. In diesem Sinne alles Gute und Glück auf. Timon Gremmels war das, hat hier die Ministerin auch verteidigt. Bernhard Herrmann für Bündnis 90 Die Grünen spricht als Nächster. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Amthor, welch ein parteipolitischer Zirkus, den Sie hier respektlos veranstalten. Und nachdem Sie davor respektlos gelacht hatten in den Reihen bei diesem Thema, das ist daneben. Sorry. Nord Stream 2 war von Anfang an eine sehr schlechte Idee, bei deren Umsetzung sich ein Fehler an den anderen reihte. Die ersten beiden wurden 2015 mit dem Beschluss begangen, diese Pipeline überhaupt zu bauen. Der erste Fehler: Schon damals war klar, dass Nord Stream 2 klimapolitischer Unfug ist. 2015 hat die Staatengemeinschaft das Pariser Abkommen beschlossen. Trotzdem hielt es die CDU-geführte Regierung für richtig, weitere klimaschädliche fossile Infrastrukturen zu bauen. Dabei haben Studien von Anfang an gezeigt, dass diese Pipeline nie für die stabile und sichere Energieversorgung benötigt wird. Stattdessen hätte die damalige Regierung besser den erneuerbaren Ausbau konsequent voranbringen sollen. Das wäre nicht nur besser fürs Klima gewesen, das hätte auch schon damals die Versorgungssicherheit gestärkt. Damit sind wir beim Fehler Nummer 2. Nord Stream 2 war ein geopolitisches Projekt Russlands. Nord Stream 2 war die geopolitische, energiepolitische Fessel, mit der uns Russland von vornherein abhängig machen wollte. Russland hat 2014 die Krim annektiert. Die Entscheidung, Nord Stream 2 zu bauen, fiel also nach der russischen Invasion der Krim. Und spätestens danach war doch aber klar, dass Russland kein zuverlässiger Partner ist, dem wir einen so großen Teil unserer Energieversorgung vertrauen können. Unsere Bündnispartner, auch in der Europäischen Staatengemeinschaft, haben das deutlich früher als die deutsche Regierung erkannt. Sie waren besorgt, dass Europas Energieversorgung zu abhängig von Russland wird
und die mittelosteuropäischen Staaten, zu denen wir gerade im Osten einen guten Kontakt hatten und gewusst haben, mit ihnen sprechen zu müssen, die wären geopolitisch ausgeklammert worden. Unter anderem deswegen wurde Nord Stream 2 auch mit Sanktionen belegt. Daraufhin wurde der dritte Fehler begangen, um die Sanktionen zu umgehen, wurde die Stiftung mit dem zynischen Namen Klima- und Umweltschutz MV gegründet. George Orwell lässt grüßen. Statt die Sorgen unserer Bündnispartner ernst zu nehmen, hat Schlesings Landesregierung so noch ein Schlupfloch gefunden, um Nord Stream 2 doch weiterzubauen, um Deutschland noch stärker energiepolitisch an Russland zu binden. Die Stiftung hat das Klima nicht geschützt, sondern ihm geschadet. Zum einen mit dem Bau von Nord Stream 2 und zum anderen, wie so oft bei fossilen Projekten, indem der Windkraftausbau selbst im Nordosten stark zurückging. Weil wir das so heute diskutieren können, freut es mich dennoch, dass die Union jetzt diese Aktuelle Stunde beantragt hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Stiftung unter CDU-Regierungsbeteiligung beschlossen und, wie schon gesagt, von einer CDU-Justizministerin innerhalb von 24 Stunden genehmigt wurde. Vielleicht gab es auch einen engen Draht, einen telefonischen zu meinem Amtor, der das sehr begrüßte, dass es schnell geht. Ich weiß es nicht. Der vierte Fehler wurde von der Finanzverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern begangen. Erst sollte die Stiftung ein millionenschweres Steuergeschenk bekommen. Dann wurden Unterlagen verbrannt. Und damit es klar ist, ich mache Kritik bei solchen Dingen nie bei den Bearbeitenden fest, sondern immer ganz oben. Der fünfte Fehler war das Vertuschen dieser Fehler. Es ist vollkommen inakzeptabel, dass die Regierung von Manuela Schwesig das Landesparlament nicht von diesem Vorfall in Kenntnis gesetzt hat. Stattdessen hat sie Informationen zurückgehalten und versteckt. Das muss aufgearbeitet werden und das wird es auch. Daran zeigt sich mal wieder die Stärke unserer Demokratie. Parlamente decken Fehler der Regierenden schonungslos auf und das unterscheidet unsere Demokratie von Putins Diktatur. Herr Amthor, bitte informieren Sie dazu mal Herr Kretschmer in Dresden. Es ist gut, dass wir heute in dieser Debatte darüber reden. Und es ist gut, dass der Schweriner Landtag sich dieser Thematik intensiv annimmt. Die Fehler müssen aufgearbeitet und Konsequenzen gezogen werden. Und bei all dem dürfen wir nicht den ursprünglichen Fehler aus dem Blick verlieren. Statt den Ausbau der Erneuerbaren voranzubringen, hat die unionsgeführte Bundesregierung auf vermeintlich günstige fossile Energieträger aus Russland gesetzt. Billig kommt uns nun alle extrem teuer zu stehen. Das aber korrigieren wir, und wir wissen, mit enormer Anstrengung als Ampelkoalition. Das Erneuerbaren-Energien-Gesetz und das Wind-an-Land-Gesetz haben wir schon letztes Jahr reformiert. Ebenso haben wir das Windflächenbedarfsgesetz beschlossen. Und in diesem Jahr kommen zwei Solar- und ein Windkraftpaket und wir beschleunigen so weiter den Ausbau der erneuerbaren Energien. Gebäudeenergiegesetz, kommunale Wärmeplanung, Energieeffizienzgesetz. Damit reduzieren wir weiter den fossilen Energiebedarf. So schützen wir das Klima und sichern gleichzeitig verlässliche Energie für Haushalte und Unternehmen. Dabei stärken wir die Beteiligung der Kommunen und auch direkt der Menschen vor Ort. Fossile Energien schaffen Abhängigkeit. Erneuerbare sichern unsere Freiheitsrechte. Wo könnte das deutlicher werden als im wunderschönen Nordosten unserer Republik? Herzlichen Dank. Bernhard Herrmann hat ja ein bisschen spekuliert, wie das abgelaufen sein könnte. Das muss man hier schon noch mal sagen. Auf ihn folgt nun Michael Kruse, der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Wir sind jetzt fast am Ende dieser Debatte angelangt und ein bisschen ratlos mag man jetzt auf diese Debatte schauen, wenn man zum Beispiel an den Fernsehgeräten oder hier oben auf den Tribünen sitzt. Ich glaube, die Menschen in diesem Land, sie haben ein sehr genaues Gespür dafür, ob etwas mit rechten Dingen zugeht oder nicht. Und sie haben auch ein sehr genaues Gespür dafür, ob man denn jetzt hier eigentlich irgendwie aus Pflichtgefühl in eine Verteidigungsposition gerät oder ob man ein ehrliches Aufklärungsinteresse verfolgt. Und ich greife die Kollegen der SPD hier im Haus gar nicht an. Ich greife sie gar nicht an, weil sie haben das hier nicht zu verantworten, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert. Aber am Ende einer solchen Debatte sollte doch klar sein, dass von jeder Fraktion
eindeutig formuliert wird, dass hier Dinge aufzuklären sind und nicht ein Klein-Klein. Ihr habt aber auch, Sie waren doch auch dabei, irgendwann hat mal einer von euch was in dem Interview gesagt. Nein, es gibt hier, wie der Kollege Reinhold klar formuliert hat, ein großes Aufklärungsbedürfnis. Und dieses Aufklärungsbedürfnis, das müssten alle hier im Haus haben. Und Sie müssten es hier in dieser Debatte auch deutlich artikulieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir uns die Vorgänge anschauen, dann stellen wir mal fest, der Wladimir Putin, der hat ja nicht nur Gaspipelines gebaut. Er hat ganz offensichtlich es auch geschafft, Pipelines zu bauen, durch die Fake News fließen, durch die Propaganda fließen, durch die Lügen fließen, durch die Drohungen fließen. Und diese Pipelines, sie reichen ja offensichtlich bis in die Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern hinein. Und genau das ist es. Genau das ist es, was es aufzuklären gilt. Und wenn wir mal Richtung Zukunft schauen, dann geht es vor allem darum, das für die Zukunft auch zu verhindern. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diese Aufklärung bei allen, zuvorderst bei der Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, auch erkennbar wird. Im Moment hat man den Eindruck, der Bock wird zum Gärtner gemacht und damit ist eben auch eine Aufklärung in dem Maße, wie sie erfolgen müsste, nicht gewünscht. Wir sehen, dass viele Dinge von der Opposition im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern erst erstritten werden müssen. Es muss erst erklärt werden, wer eigentlich schon wann vom Steuergeheimnis befreit war. Es muss erst herausgefunden werden, wer denn eigentlich wann welche Informationsstände hatte. All diese Dinge, man kann dazu beitragen oder man kann es lassen. Wenn man es lässt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dann muss man eben auch irgendwann die Verantwortung dafür übernehmen. Und Verantwortung übernehmen, das bedeutet nicht, ich sage, dass ich Verantwortung übernehme und ansonsten passiert gar nichts. Das ist nicht Verantwortung übernehmen. Das ist sagen, dass man Verantwortung übernimmt. Verantwortung übernehmen heißt, dass man für das, was man politisch verantwortet, auch die Konsequenzen zieht. Und das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht gesehen. Es wäre aber mehr als fällig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in vielen politischen Lagen ist die Gemengelage sehr divers. Es gibt viele Verantwortlichkeiten, sie ziehen sich über viele Zeiträume, unterschiedliche Regierungen und so weiter. Das ist hier nicht der Fall. Das ist hier nicht der Fall. Es ist ganz klar zuzuordnen, bei welcher Ministerpräsidentin die Verantwortung hier liegt. Und deswegen ist es auch sie, die diese politische Verantwortung tragen sollte. Und wenn wir dann das nächste Mal hier zum Beispiel vom Generalsekretär der SPD Forderungen nach Steuererhöhungen hören, dann würde ich vorschlagen, vielleicht fangen Sie mal dabei an, dass Sie die Stiftungen, die in Ihrem Einflussbereich liegen, auch dazu verpflichten, zum Beispiel Schenkungssteuer zu bezahlen zu lassen und nicht ihr noch dabei helfen, am deutschen Steuergesetz vorbei eine Umgehung vorzunehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Form von Hilfe für vermeintliche Stiftungen, sie schadet Politik insgesamt. Und deswegen sind diejenigen, die hier diesen Schaden angerichtet haben, auch ganz besonders verpflichtet dazu, diesen Schaden dann auch wieder gut zu machen und Vertrauen in die Institutionen eben auch wieder aufzubauen. Wir sind sehr für Bürokratieabbau. Wir sind sehr für papierlose Verwaltung. Aber Sie müssen die Papiere schon vorher digitalisieren. Es kann doch nicht sein, dass Sie Papier und Akten verbrennen, dann sagen, na ja, aber bitte lassen Sie die Sachbearbeiterin in Ruhe. Die kann nun wirklich nichts dafür. Aber hier oben politische Verantwortung gibt es auch nicht, weil das war ja nur das Handeln einer einzelnen Sachbearbeiterin. Das ist keine geschlossene Position, die Vertrauen aufbaut. Das ist eine Position, die Vertrauen in die deutschen politischen Institutionen verbrennt. Und deswegen meine ich sehr, Sie sollten in Ihren Reihen nicht nur für Aufklärung sorgen, sondern auch politische Verantwortung an diejenigen herantragen, die das Ganze hier federführend zu verantworten hat und bis heute nicht zur Aufklärung beitragen. Herzlichen Dank. Soweit Michael Kruse für die FDP-Fraktion. Sebastian Brehm spricht nun als nächstes. Er ist Mitglied der CSU und somit auch der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern steht für eine enge Verzahnung der SPD mit russischen Interessen
und für eine enge Verzahnung mit dem Kreml, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wurde gegründet nicht für den Klimaschutz, hören Sie mir zu, sie wurde gegründet nicht für den Klimaschutz, sondern um internationale Sanktionen zu umgehen. Eigentlich müsste sie heißen Schleswigs Stiftung zur Umgehung internationaler Sanktionen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Klimastiftung steht seit Neuestem auch für den Versuch, Steuerunterlagen zu vernichten. Dieser Vorgang ist skandalös. Und wenn Sie, Herr Kollege Gremmel, sagen, vermeintlicher Skandal, das ist ein handfester Skandal hier in Mecklenburg-Vorpommern und nichts anderes. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, in jeder Rede, die Sie hier beim Bundestag halten, werden die Unternehmerinnen und Unternehmer als Steuersünder dargestellt, werden genau kontrolliert, es wird nur angeblich Steuern verschoben und sie müssen noch mehr Bürokratie leisten und noch mehr Meldepflichten erfüllen und sie werden noch mehr unter Generalverdacht gestellt. Der ehrbare Kaufmann, der jetzt das sieht, was Sie hier betreiben, der fällt vom Glauben ab, wenn er zusehen muss, wenn Steuerunterlagen wohl auf politischen Druck hin vernichtet werden und wie die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern und die gesamte SPD bis zum Hals im Steuersumpf steckt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit stehen eben bei Ihnen nicht im Vordergrund, wenn es um eigene Interessen geht und wenn es um Ihre eigene Klimastiftung geht und wenn es um Millionenzuwendungen aus dem Kreml geht. Steuererklärungen gehen in Flammen auf und mit ihr die letzte Glaubwürdigkeit der SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist schon skandalös, wenn Sie sagen, eine Finanzbeamtin des Finanzamtes Ribnitz-Damgarten hat das verübt, sozusagen, weil sie wahrscheinlich unter politischen Druck geraten ist. Gleichzeitig erzählt uns Herr Goye, der Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, übrigens just einen Tag, bevor wir hier das auf der Tagesordnung haben, er könnte es uns ja auch hier erklären, aber er kommt nicht hierher und traut sich auch nicht, hier zu sprechen. Wir wüssten auch nicht, ob er die Wahrheit spricht. Und er sagt dann, ja, selbstverständlich ist es steuerpflichtig und selbstverständlich gelte das auch für die Klimastiftung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie Ihr Koordinatensystem inzwischen verschoben ist und Ihr Unrechtsbewusstsein. Das ist die eigentliche Zeitenwende, die Sie vornehmen. Was haben Sie für ein verschobenes Koordinatensystem, wenn es um Steuergerechtigkeit geht und wenn es um lückenlose Aufklärung geht? Nichts davon bei der SPD in diesem Zusammenhang. Es geht um eine Steuer oder eine Zahlung von 20 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG, Gazprom, also direkt aus dem Kreml, an die sogenannte Klimastiftung und um eine Schenkungssteuer von 9,8 Millionen Euro. Und dass bei dieser Summe niemand etwas davon gewusst hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wem Sie das erzählen wollen, aber das glaubt kein Mensch. Und wenn schon, dann müsste man auch eine gewisse Betroffenheit haben. Und lieber Herr Kollege Gremmels und Malakotki, also Ihre Betroffenheit hält sich hier schon sehr, sehr stark in Grenzen. Wenn Sie sagen, ja, das ist vielleicht ein Skandal und man müsste mal gucken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein handfester Skandal. Das ist ein Steuerskandal und ein Skandal der Regierung in Mecklenburg-Vorpommern und der gesamten SPD. Und ich sage Ihnen auch gleich, warum. Denn diese Konstruktion, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommt mir irgendwie bekannt vor. Das kleine Rädchen im Getriebe, das einfach mal große Steuerforderungen verschwinden lässt, aus eigenem Antrieb, das hatten wir doch schon mal. Die Stichworte heißen Warburg, Cum-Ex, Olearius und Scholz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Steuersumme in Hamburg war ein bisschen höher, 155 Millionen Euro. Wurde noch garniert mit einer Spende an den Ortsverband von Herrn Kaas mit 38.000 Euro und 210.000 Euro Bargeld im Schließfach. Und Ihre Aufklärungsarbeit ist einfach so, wie Sie das in Hamburg machen. Und ich zitiere eine aktuelle Meldung des NDR aus der letzten Woche. Die Hamburger SPD ernannte einen treuen Genossen zum obersten Aufklärer der Cum-Ex-Affäre. Nach Informationen von NDR und Manager-Magazin äußerte der Verfassungsschutz wegen einer Russland-Connection Zweifel, ob der SPD-Mann Zugang zu geheimem Material bekommen sollte, vergeblich. Das ist die Aufklärungsarbeit der SPD. Wenn Sie das wirklich ernst nehmen, dann klären Sie diesen Fall lückenlos auf. Und ich kann Ihnen sagen, die ganzen Erinnerungslücken, ob es Scholz ist oder Schwesig ist, wir werden da nicht locker lassen, bis dieser Fall lückenlos aufgeklärt ist.
Und Sie treten von oben nach unten, letzter Satz, Sie treten von oben nach unten auf die Finanzbeamtin. Der Tag, an dem das Treten von oben nach unten aber mal auf Sie kommt, wird der Tag sein, Ihre Rücktritte und der Rücktritte Ihrer Ministerin Schwesig. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und damit kommen wir jetzt zur letzten Rednerin in dieser Debatte. Auch sie kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Katrin Tschau sitzt auch für die SPD-Fraktion im Ausschuss für Klimaschutz und Energie des Deutschen Katrin Bundestags. Katrin Tschau ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, ich möchte abschließend noch einmal die Frage stellen, warum diese Aktuelle Stunde so stattgefunden hat. Warum hat die Union diese Aktuelle Stunde eingefordert und so betitelt? Aufklärung der Rolle von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Rahmen der Vorgänge um die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn sie nicht vorhat, die Ministerpräsidentin von MV fortzuführen und zu beschädigen. Diese klare Intention hatte der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frey gegenüber den Medien vehement abgestritten. Warum giftet Herr Frey in der Presse und verlangt gar einen Sonderermittler, obwohl im Land ein Untersuchungsausschuss die Vorgänge um die Klimaschutzstiftung bereits transparent beleuchtet? Was traut er eigentlich den Landtagsabgeordneten seiner eigenen Partei zu? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand einen Sonderermittler für den Freistaat Bayern gefordert hat, als 2021 der Maskendeal um gleich drei hochrangige CSU-Politiker aufflog. Hier ging es um den Verdacht der persönlichen Bereicherung in Höhe von etwa 50 Millionen Euro. Ein Untersuchungsausschuss folgte. Über staatsanwaltschaftliche Ermittlungen entscheidet die zuständige Staatsanwaltschaft. Keine Ministerpräsidentin und kein Ministerpräsident schaltet sich an staatsanwaltschaftliche Ermittlungen ein oder in steuerrechtliche Prüfungen. Es liegt nahe, dass die CDU heute wie so oft darauf setzt, dass die Menschen schnell vergessen könnten und nicht mehr nach der Verantwortung und der Rolle der CDU gefragt wird. Die Gründung der Klimaschutzstiftung bietet sich scheinbar an, meiner Ministerpräsidentin exklusiv die Fehlentwicklung der deutschen Russlandpolitik anzuhängen. Weil sie als Ministerpräsidentin vollzogen hat, was sich ein Großteil der Politik und Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt gewünscht hat, nämlich die Fertigstellung der Pipeline und die Abwehr extraterritorialer Sanktionen, lässt sich heute im Nachgang zu all dem sprechen. Dagegen sind die vielen Treffen von Vertretern der russischen Seite und Ministerpräsidenten der Union weniger gut dokumentiert und abrechenbar. Heute arbeitet sich die Union unverhältnismäßig an, ja, an was eigentlich ab. Noch dazu ist es selbstverleugnend, weil alle wussten, gerade der CDU-Landesverband MV, was in unserem Bundesland passiert. Die Stiftungsgründung war eine Umgehungsstraße unter den Augen der Öffentlichkeit. Es ging eben auch darum, die unter der Trump-Regierung verhängten extraterritorialen Sanktionen zu umgehen. Rückblickend betrachtet stieß die Pipeline Nord Stream auf breiten politischen und gesellschaftlichen Rückhalt. Gewarnt haben in der Tat die Grünen. Mit der Pipeline verband man deutsche und europäische Energieversorgungssicherheit. Es sollten durch eine moderne Pipeline weniger Leckagen und weniger Methanschlupf verursacht werden. Und es wurde die Nachnutzung der Pipeline für den Transport CO2-freien Wasserstoffs auch nach Europa erwogen. Das hat auch der Abgeordnete Philipp Amthor so gesehen. Zur Erinnerung zitiere ich aus dem Plenarprotokoll seiner Rede im Deutschen Bundestag. Und, Zitat, ich kann Ihnen auch sagen, was die Menschen vor Ort erwarten. Sie erwarten, dass die Pipeline Nord Stream 2 fertiggestellt wird. Denn die Menschen vor Ort möchten keine Bau- und Investitionsruine. Und das möchte ich als Bundestagsabgeordnete in Lubin auch nicht. Stattdessen möchte ich die Unterstützung für die Unternehmen, für die Firmen, für die Menschen, die vor Ort an der Fertigstellung dieser Pipeline arbeiten. Die Fertigstellung dieser Pipeline liegt nicht nur im russischen Interesse, sie liegt vor allem im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Die Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 entspricht der geltenden Rechts- und Genehmigungslage in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben kein Interesse daran, etwas zu verändern. Als Ministerpräsidentin des Bundeslandes, in der die Pipeline anlandete, übernahm Manuela Schwesig dahingehend die Verantwortung. Die Frage ist, wie sich andere Bundesländer verhalten hätten, wenn die Geografie eine andere wäre. Sehr geehrte Abgeordnete der Union,
Es wird Ihnen nicht gelingen, meiner Partei abzusprechen, sich mit der eigenen Russlandpolitik kritisch auseinanderzusetzen. Die Landesregierung verfolgt weiter das Ziel, Landesregierung MV, das Ziel, die Stiftung so schnell wie möglich aufzulösen. Der Geschäftsbetrieb ist durch den Vorstand der Stiftung abgewickelt worden und soll von unabhängigen Wirtschaftsprüfern testiert werden. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wird der Vorstand der Stiftung zurücktreten. Danach wird die Landesregierung die weiteren Schritte zur Auflösung der Stiftung einleiten. Wir sind nicht im Besitz einer Zeitmaschine. Entscheidungen, die gefallen sind, kann man nicht zurücknehmen. Man kann sein Handeln demgemäß nur an veränderte Realitäten anpassen. Und man kann Fehler eingestehen. Genau das hat die Ministerpräsidentin getan. Vielen Dank. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet. Und das Thema wird aber wohl uns noch weiter beschäftigen. Jetzt kommen wir aber erst einmal zur Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Dieser Bericht dazu dieser Strategie ist nämlich jetzt das Thema des nächsten Tagesordnungspunktes. Vor 3 Wochen hat das Bundeskabinett diese Zukunftsstrategie beschlossen. Da geht es um ein ganzes Bündel an Themen, an Zielen und an Prioritäten. In der Strategie ist von Missionen die Rede, nämlich wie Deutschland in der Forschung und in der Innovation eben sich in Zukunft aufstellen möchte. Da geht es zum Beispiel um Wasserstoff. Die Bundesregierung möchte gern, dass Deutschland Technologieführer im Bereich Wasserstoff wird. Aber es geht zum Beispiel auch um die resiliente Gesellschaft und da soll es dann zum Beispiel um Geisteswissenschaften gehen, die dabei helfen sollen, diese resiliente Gesellschaft zu gestalten. Ganz relevant ist natürlich die Bundesbildungsministerin dafür. Bettina Stark-Watzinger hat hier auch das erste Wort zu ihrer Strategie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatten hier im Haus, aber auch in der Öffentlichkeit, sie sind oft von einem düsteren Bild über die Zukunft geprägt. Ich teile diese Sicht nicht. Denn wir haben ein großes Pfund in unserem Land, und das ist die Wissenschaft und die Menschen, die in ihr arbeiten. Bill Gates gab kürzlich auf einer Konferenz in Deutschland ein Interview. Darin steckte viel Optimismus und die klare Aussage, dass es denjenigen noch besser gehen wird, die in 10 bis 20 Jahren geboren werden. Ich zitiere: Grund dafür ist, dass die Innovationsgeschwindigkeit in vielen Bereichen zunimmt. Wir können positiv in die Zukunft blicken, wenn wir offen sind für Innovation, offen sind für das Tempo, mit dem neue Technologien unser Land verändern. Das ist natürlich eine Herausforderung für eine ehrwürdige Industrienation wie Deutschland, vor allen Dingen aber eine Chance. Und in diesem Geist sollten wir Debatten führen, vor allem an einem Tag wie diesem, an dem wir unsere Zukunftsstrategie Forschung und Innovation beraten. Die Zukunftsstrategie ist gebündelte Zuversicht. Wir können Innovation, wir können Schrittmacher einer guten Zukunft sein. Was genau leistet diese Strategie? Sie knüpft an das Ziel der Regierungskoalition an, mehr Fortschritt wagen. Sie übersetzt unseren Gestaltungsanspruch in gemeinsame Missionen mit klaren Zielen. Getragen von dem Verständnis, ob Klimawandel oder Digitalisierung, ob Ernährung oder Gesundheit. Herausforderungen lösen wir nur mit Forschung und Innovation. Die Zukunftsstrategie, sie ist das neue Fundament für eine ressortübergreifende Forschungs- und Innovationspolitik raus aus dem Silo-Denken. Es wird Missionsteams geben, kleine, agile Einheiten, die koordinieren und Kurs halten, besetzt mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aus der Praxis, aber auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Ressorts für mehr Austausch untereinander. Das ist das Ende des Silo-Denkens. Rückenwind dafür kommt von der Expertenkommission Forschung und Innovation. Sie hat vor 2 Wochen ihre Empfehlungen vorgestellt. Und die Zukunftsstrategie, sie setzt vieles bereits um. Mit ihrer Missionsorientierung, mit stärkerer Zusammenarbeit der Ressorts, mit dem Abbau von Fortschrittshürden. Und sie, das verstehen einige nicht, aber sie ist nicht der Endpunkt, die Verabschiedung. Sie ist ein Start in diese Mission. Sie ist der Startpunkt, meine Damen und Herren.
Aspekte sind mir hier besonders wichtig: Technologieoffenheit und Transfer. Zum ersten Punkt. Die Zukunftsstrategie spricht sich klar für Technologieoffenheit aus in der Grundlagenforschung und der Projektförderung. Sie ist ein zentraler Wert für uns, denn je mehr Optionen, technische Optionen wir haben, desto eher kommen wir ans Ziel. Die Wissenschaft, sie muss frei sein. Und mal ehrlich, kaum sonst wo auf der Welt ist die Wissenschaft auch so verantwortungsbewusst wie bei uns. Erneuerbare Energien ergänzt um Fusion, neue Züchtungsmethoden eingebettet in nachhaltige Landwirtschaft, E-Mobilität sowie der Einsatz von E-Fuels, da liegen große Potenziale. Der zweite Punkt, bei dem wir uns hier in Deutschland oft schwer tun, der Transfer. Und das nicht erst seit einem Jahr, liebe Union. Auch hier sind wir aktiv, das wissen Sie, mit dem Sprint-Freiheitsgesetz, mit der DATI. Für Sie werden wir das finale Konzept vorlegen, nachdem wir uns intensiv mit der Innovationscommunity ausgetauscht haben, um zusammen die beste Lösung für unser Transferproblem zu finden. Und das soll noch im ersten Halbjahr passieren. Ganz wichtig, aber an dieser Stelle, die DATI wird sowohl technologische als soziale Innovation adressieren. Beides denken wir im Haus zusammen. Erst moderne Technik und modernes Leben zusammen ergeben echten Fortschritt. Hier zeigen sich besonders deutlich die Grenzen autokratischer Systeme und unser Wettbewerbsvorteil. Diese Systeme, sie mögen die Begeisterung für neue Technologien teilen. Die Begeisterung für ein modernes, freies Leben hat in Autokratien aber keine Chance. Es wird meistens brutal unterdrückt. Zurzeit diskutieren wir viel über China, über unsere Zusammenarbeit. Gerade bei Forschungskooperationen muss sehr klar sein, worauf man sich einlässt. Unser Ministerium unterstützt die Wissenschaft mit mehr Aufklärung und Orientierung. Ebenfalls wichtig, wir müssen die Abhängigkeiten reduzieren. Wie wichtig das ist, das haben wir nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesehen. Wir müssen in Europa selbst in der Lage sein, Schlüsseltechnologien zu beherrschen. Mehr noch, wir müssen den Anspruch haben, Leitmarkt für Zukunftstechnologien zu sein. Denn nur so sichern wir unsere Standards und vor allen Dingen unsere Werte. Wir im BMBF, wir sehen uns als Ermöglicher, als das Chancenministerium, denn wir wollen Chancen schaffen, wo noch keine sind, und Chancen ergreifen, wo andere zögern. Genau dafür steht diese Zukunftsstrategie, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Soweit die Bundesministerin für Bildung und Forschung. Und auf Sie folgt nun Thomas Jatzombek, Sprecher für Bildung und Forschung der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, das müsste heute eine Sternstunde für Sie sein. Das ist doch die Sternstunde für eine Forschungsministerin einmal in 4 Jahren, ihre Schwerpunkte der Forschung festzulegen und zu erklären. Offensichtlich ist es allerdings keine Sternstunde, denn ich nehme eine von vielen Stimmen, die man lesen konnte. So sagt Dietmar Haarhoff, Ex-Chef der EFI-Kommission und renommierter Professor im Tagesspiegel, die Zukunftsstrategie sei nichts als schöne Prosa, die Umsetzung eine Mission Impossible, die Agentur für Sprunginnovation nicht in der Lage zu versetzen, Innovation besser und breiter zu fördern, weil sie ja auch so schon einige Erfolge hatte. Er sagt, das sei ein politisches Absurdistan, was hier stattfindet. Wie kommt denn Herr Professor Haarhoff zu dieser Einschätzung? Und da möchte ich aus Research Table zitieren. 190 Einzelziele finden sich in dieser Strategie. Aus der SPD hörte man, es wäre eher eine Leistungsschau des bisherigen. Und der Research Table kommentiert es auch und sagt, Frau Ministerin, wenn das ein Kompass sein soll, wie Sie es beschreiben, er würde in alle Richtungen gleichzeitig zeigen. Und das ist genau Ihr Problem, Frau Ministerin. Sie können nicht entscheiden. Sie führen nicht. Sie zeigen kein Leadership. Und vor allem, Sie zeigen keine Leidenschaft. Keine Leidenschaft für Forschung, für Innovation, für Technologie. Und das ist bitter. Das ist vor allem bitter, weil, ehrlich gesagt, wir auch als CDU-CSU geglaubt haben, wenn die FDP dieses Ministerium übernimmt mit dem großen Leitwort Technologie und Digitalisierung, dann würde es jetzt irgendwie losgehen. Es geht aber nicht los. Wir verstehen nicht, was Sie wollen. Und wenn ich Ihnen eins sagen darf, was mir vor allem fehlt, und darüber haben wir ja schon diskutiert, das ist meine Aussage zum Thema Zeitenwende.
Was bedeutet diese Energiekrise jetzt eigentlich? Was wollen wir denn mit Forschung und Technologie tun, um uns unabhängig zu machen von diesem russischen Gas? Es fehlt vollständig in dieser Strategie. Und was mich am meisten ärgert, ehrlich gesagt, ich meine, Sie sehen es doch gerade mit der Dati, Sie sehen es mit den 200 Euro, die sich übrigens als Sofortprogramm jetzt halbjähren in dieser Woche. Der Staat kann nicht alles. Sie merken es doch ganz genau. Es war doch immer das FDP-Credo, der Staat kann nicht alles. Und genau Sie setzen jetzt auf den Staat. Sie bauen die Datis, die Strategie soziale Innovation, Missionsteams, Startchancen und nichts davon kriegen Sie ans Laufen. Und in der gleichen Zeit geht ausgerechnet der grüne Minister Habeck hin und macht ein liberales Programm, in dem er auf einmal ganz viele Regelungen außer Kraft setzt, um LNG-Terminals und Windräder zu bauen. Das hätten wir eigentlich von der FDP-Ministerin erwartet, dass mal Regelungen außer Kraft gesetzt werden, dass hier Freiheit geschaffen wird. Und das fehlt. Stattdessen hängt das Forschungs- und Wissenschaftssystem fest in Besserstellungsverbot, PCGK, Mikromanagement, allen möglichen Dingen. Und was ich auch nicht finde, sind, Sie sagen, der Transfer ist wichtig. Wo sind die Anreize? Wir brauchen ein Anreizsystem. Wir haben mit der Exzellenzinitiative und den Exzellenzclustern so viel Energie an den Hochschulen freigesetzt. Warum machen Sie nicht eine Exzellenzinitiative Transfer? Zum Beispiel ein Ranking. Was ist denn mit den KPIs für Wissenschaftlergründungsaktivitäten zu machen? Und am Ende sagt auch die EFI heute noch mal ein weiterer wichtiger Punkt, den Staat als Ankerkunden. Gerade wenn es um Dual Use geht, in dieser Zeitenwende 100 Milliarden militärisch, wo ist die Bundeswehr als Auftraggeber, um am Ende Technologie nach vorne zu bringen? Und deshalb, Frau Ministerin, sind wir enttäuscht, weil Sie nicht führen, weil wir kein Signal sehen. Und Sie erleben es in diesen Tagen, es wird Ihnen die Machtfrage unverhohlen gestellt. Ihre Expertenkommission EFI hat gesagt, es braucht jetzt beim Kanzler ein Gremium, weil die Ministerin keine Macht hat. Das ist Ihre ultimative Herausforderung. Nehmen Sie den Kampf auf, stellen Sie die Machtfrage, sagen Sie, wir als Forschungsministerium, wir führen in dieser Krise. Also, auf geht's. Bisher sehen wir nichts davon. Thomas Jatschombeck hat hier die Bildungsministerin kritisiert. Sie zeige zu wenig Leadership, also zu wenig Führung. Dem widersprechen kann nun Holger Mann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir debattieren heute eine Zukunftsstrategie und das klingt erstmal wie ein Widerspruch in sich. Eine Strategie für die Zukünfte, die da kommen können, könnten oder eben auch nicht. Ich will hier aber erst mal festhalten, wir setzen in jedem Fall auf Forschung und Innovation, denn diese Zukunftsstrategie ist zunächst ein großes Kompliment. Denn mit ihr und den darin beschriebenen Zielen, sprich die Koalition und die Bundesregierung, der Wissenschaft und dem Innovationssystem das Vertrauen aus, gemeinsam die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Und dieses Vertrauen ist, wie ich finde, gerechtfertigt. Wir haben eine exzellente Grundlagenforschung, starke angewandte Forschung, engagierte Forscherinnen und ein leistungsfähiges und ausdifferenziertes Innovationssystem. Zugleich, und das ist der Wert, glaube ich, auch der Strategie, formuliert die Zukunftsstrategie Aufträge und Kriterien an die Schwächen unseres Systems. Den zunehmenden Fachkräftemangel und zu geringen Frauenanteil in der Wissenschaft, sinkende Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Wirtschaft oder aber der schwachen Gründungsneigung und einer zu wenig ausgeprägten Gründungskultur. Zudem fehlt es noch an Fokussierung bei relevanten Themen. Der Bund fördert bisher zu lang die Fragen und zu selten die Antworten. Auf diese Defizite gibt die Zukunftsstrategie aus unserer Sicht aber nun Antworten. Und zwar haben wir die gesellschaftlichen Herausforderungen in 6 Zukunftsfeldern definiert, in denen Forschung in Zukunft missionsorientiert weiterentwickelt werden soll. Was meint das nun, Missionsorientierung, und was ist neu an dieser Forschungsstrategie? Zunächst sei gesagt, vor allen Dingen die bessere Koordinierung und Zusammenarbeit der Ministerien. Erstmalig werden eben ressortübergreifende Missionsteams auf den Weg gebracht und zudem in einem übergreifenden übergreifenden Forum Zukunftsstrategie eingebunden. Hier wird sich enger abgestimmt und damit eben auch Initiativen der Regierung verzahnt. Zum Zweiten eine stärkere Fokussierung der Forschungsförderung. Wir wollen agilere Förderinstrumente mit dem Ziel des schnelleren Transfers und der besseren Erfolgskontrolle. Zum Dritten, und das war uns als Sozialdemokraten besonders wichtig, wir streben eine bessere und stärkere gesellschaftliche Verankerung an.
Denn wir brauchen alle Kräfte, um die großen Herausforderungen anzugehen. Nur wenn wir besser über Wissenschaftskommunikation kommunizieren, wenn wir Verbände in die Missionsteams einbinden, durch die Förderung von Citizen Science oder sozialer Innovation wird es uns gelingen, die Herausforderungen wie die Energiewende, wie den Klimawandel, wie die Digitalisierung oder auch antidemokratische Bestrebungen zu bewältigen. Klar beschrieben ist auch, dazu werden andere reden, das erklärte Ziel der Sicherung technologischer Souveränität in zentralen Feldern, insbesondere Energie und Digitalisierung sei hier genannt. Wegen der Redezeit finde ich nur richtig zu sagen, ja, gerade die Zeitenwende hat das noch mal deutlicher in den Fokus gestellt und das wird passieren. Und auch für dieses Ziel sieht die Strategie eine intensivere internationale Zusammenarbeit vor, übrigens nicht nur im technologischen Sektor, sondern durchaus auch beim Thema Fachkräftenachwuchs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt also klare Ziele, die mit Indikatoren untersetzt werden und in konkreten Missionen angegangen werden. Und deswegen schließe ich mit dem vielleicht schönsten Zitat von Willy Brandt: Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. Wir wollen das zusammen mit der Wissenschaft, mit der Gesellschaft und der Wirtschaft. Packen wir es an. Dankeschön. Und damit ist der nächste Redner an der Reihe, Michael Kaufmann, der forschungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen und Kolleginnen, verehrte Frau Ministerin, ich habe Ihnen wiederholt vorgehalten, dass es in der Forschungspolitik an einer klaren Strategie und Ausrichtung fehlt. Dementsprechend hoch waren meine Erwartungen an die vorliegende Zukunftsstrategie. Und nun, was für eine Enttäuschung. Hier wechseln sich Allgemeinplätze mit Floskeln und vagen Absichtserklärungen ab. Es ist eine Folge der immer gleichen Feststellungen zur Bedeutung von Forschung, zum Transfer von Forschung in Anwendung und zu internationalen Kooperationen. Da frage ich mich, wollen Sie mit diesem wortreichen Werk verschleiern, wie wenig Sie zur Zukunft von Forschung und Wissenschaft konkret zu sagen haben? Oder ist das nur eine viel zu umfangreich geratene Marketingbroschüre? Von einer Strategie, die diesen Namen verdient, erwarte ich jedenfalls sehr viel mehr Konkretes und weniger Worthülsen. Sie nennen diese Strategie, ich zitiere, das Fundament, auf das wir im Laufe der Legislatur weiter aufbauen wollen. Darf ich Sie daran erinnern, dass bereits 17 von 48 Monaten dieser Legislatur vorüber sind? Aber Sie schreiben ja, Sie werden das Tempo beschleunigen. Oh ja, da kann einem ganz schwindlig werden, wenn nach nur 17 Monaten bereits 86 Seiten bedrucktes Papier vorliegen. Doch betrachten wir eine kleine Auswahl Ihrer Überlegungen. Sie wollen die Vielfalt im Hinblick auf Geschlecht, Migrationshintergrund etc. stärker abbilden. Soll das bedeuten, dass nun nicht mehr nach Leistung, sondern nach Quote gefördert werden soll? Sie tun gerade so, als hätten wir wissenschaftliche Talente wie Sand am Meer, die nur wegen einer angeblichen Diskriminierung bisher nicht zum Zuge gekommen sind. An anderer Stelle sprechen Sie von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Bildungssystems. Weiterentwicklung ist hier wohl ein Euphemismus, wenn man bedenkt, dass Anforderungen an Studienanfänger gerade in MINT-Fächern immer weiter abgesenkt werden müssen, weil Abiturienten das nötige Handwerkszeug nicht mehr mitbringen. Sie wollen unsere Attraktivität als Einwanderungsland weiter erhöhen und Zuwanderungsmöglichkeiten ausbauen und attraktiver gestalten. Das ist ja einer der wenigen Punkte, die dieser Regierung längst gelungen sind, nur eben gerade nicht für hochqualifizierte Fachkräfte und Akademiker. Schließlich identifizieren Sie auch limitierende oder hemmende Faktoren wie fehlende Transferkultur, Fachkräftemangel und anderes. Nur den wichtigsten Hemmfaktor lassen Sie außen vor. Eine düstere Stimmung der Mutlosigkeit, die sich in 16 Jahren Merkel-Regierung wie Mehltau auf unser Land gelegt hat und die durch die gegenwärtige Regierung noch einmal verstärkt worden ist. Und schlussendlich steht alles, was Sie sich ausgedacht haben, unter einem generellen Finanzierungsvorbehalt. Die Lösung unserer Probleme liegt also
in Ihren eigenen Worten, in Bildung, Forschung und Innovation, aber diese Lösung steht unter Finanzierungsvorbehalt. Verkennt die Bundesregierung so sehr die Prioritäten? Oder ist es Ihr Kollege Lindner, der noch nicht erkannt hat, was die Stunde geschlagen hat? Ich fürchte, dieses Werk soll wortreich darüber hinwegtäuschen, dass Ihnen im Grunde die Hände gebunden sind. Ihnen sind die Hände gebunden, weil unsere Ressourcen statt für die Sicherung unserer Zukunft lieber für Waffen in der Ukraine und unkontrollierte Zuwanderung in die Sozialsysteme ausgegeben werden. In der gegenwärtigen Stimmung brauchen wir echte Aufbruchstimmung, die Konzentration auf Wesentliches und die Entfesselung aller Kräfte. Dazu leistet diese sogenannte Strategie leider keinen brauchbaren Beitrag. Vielen Dank. Zum Schluss gab es hier noch einmal eine Kritik an dem Sondervermögen für die Bundeswehr von Michael Kaufmann. Nun folgt auf ihn Anna Christmann für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne einmal noch mal zurechtrücken, was wir hier heute diskutieren, nämlich in Zeiten, die wirklich das vergangene Jahr von schweren Krisen geprägt waren, von einem fürchterlichen Krieg, der in Europa herrscht, legt diese Bundesregierung die dritte innovationspolitisch relevante Strategie in sehr kurzer Zeit vor. Nach der Start-up-Strategie im letzten Sommer, der Digitalstrategie im letzten Herbst, haben wir heute die Zukunftsstrategie auf dem Tisch. In all diesen schweren Krisenzeiten haben wir die Innovationsfähigkeit dieses Landes fest im Blick und sind auf einem sehr guten Weg. Und die Zukunftsstrategie ist tatsächlich auch eine neue strukturelle Weiterentwicklung der Forschungs- und Innovationslandschaft in Deutschland, nachdem wir jahrelang eine doch etwas in die Jahre gekommene Hightech-Strategie immer wieder in der Wiederholungsschleife hatten, haben wir jetzt neue Pfeiler eingeschlagen. Wir haben erstens sehr klare Missionsorientierung. Wir orientieren uns an den Herausforderungen dieser Zeit, widmen uns der grünen Industrie, dem Klimaschutz und der Biodiversität, aber auch Themen wie dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Breite und gehen diese Themen missionsorientiert an. Das ist ein Novum. Und wir nehmen uns das nicht nur vor, sondern wir gehen eben auch sehr konkret in die Umsetzung, in dem definiert ist, dass Missionsteams dafür zuständig sein werden, wirklich sehr konkrete Missionen in diesen Themenfeldern umzusetzen und voranzutreiben. Und ja, es sind bisher 6 Handlungsfelder, die breit sind, aber wir werden eben diese Missionsteams haben, die sehr konkrete Missionen definieren werden in diesen Handlungsfeldern und deren Umsetzung auch begleiten und nachvollziehen werden. Und dieser Fokus auf tatsächliche Umsetzung, das ist eine der großen Stärken dieser Strategie. Papier ist geduldig, aber wir bringen es tatsächlich auch in die Umsetzung. Und ein weiteres Novum, was ich wirklich auch nach vorne stellen möchte, ist, dass diese Missionsteams ressortübergreifend besetzt werden. Denn wir wissen das alles, Innovationen machen nicht an Ressortgrenzen Halt. Auch Forschung ist nicht in dem einen Ministerium fertig, sondern hat ganz viele Bezüge zu anderen Themenfeldern. Und dafür ist es wichtig, dass diese Missionsteams dann eben aus verschiedenen Ressorts auch besetzt sind und diese gemeinsam die Umsetzung der Missionen voranbringen. Das ist etwas, was explizit auch die EFI empfohlen hat. Wir folgen damit auch der Empfehlung von Expertinnen und Experten. Und ich glaube, das wird auch ein entscheidender Fortschritt in der Forschungs- und Innovationspolitik sein, was wir bisher nicht hatten und dringend notwendig ist. Deswegen freuen wir uns auf die gemeinsame Umsetzung, liebe Frau Ministerin. Wir freuen uns, dass die Strategie jetzt vorliegt. Wir freuen uns als Parlament eben auch in die Umsetzung sehr eng eingebunden zu sein, denn das ist, wo es am Ende drauf ankommt. Wir wollen diese Zukunftsstrategie mit Leben füllen und da freuen wir uns drauf, dass dafür jetzt auch noch über 2 Jahre Zeit ist. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie ganz herzlich und gebe sofort das Wort an Dr. Petra Sitte für Die Linke.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Regierung hat eine weitere Strategie vorgelegt. Sie haben es schon erwähnt, Frau Christmann, neben der Nachhaltigkeitsstrategie, der Digitalstrategie, der Gigabit-Strategie, der Datenstrategie, der Start-up-Strategie und anderen reden wir nun über die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Man kommt echt kaum noch hinterher, aber leider geht es auch kaum voran. Bekanntermaßen sollen Strategien einerseits Ziele setzen, andererseits müssen sie aber eben auch ganz konkret zeigen, wie wir dahin kommen. Leider setzt die Zukunftsstrategie, es war schon die Rede davon, so viele Ziele, dass eine strategische Ausrichtung kaum noch zu erkennen ist. Eine Zukunftsstrategie in Zeiten sich überlagernder Krisen muss wirklich existenzielle gesellschaftliche Veränderungen ansprechen. Und Moment, Kai, nicht gleich aufregen. Erst mal weiterhören, dann kannst du dich wieder beruhigen. Und Klimawandel, schwindende natürliche Ressourcen, Digitalisierung, Anwendung künstlicher Intelligenz, Transformationen der Arbeitswelt zählen dazu. Manche, das ist jetzt für dich, Kai, manche dieser Stichpunkte finden sich tatsächlich in der Strategie wieder. Problem, es bleibt Prosa, wenn Sie keine zusätzlichen Mittel für die Lösung aufbringen. Zukunft unter Haushaltsvorbehalt, das ist doch irgendwie schon absurd. Nicht genug damit, unter dem Label Zeitenwende ordnen Sie diese Zukunftsstrategie einer Dachstrategie unter, nämlich der nationalen Sicherheitsstrategie, die übrigens nun wirklich noch niemand kennt. Zeitenwende heißt für die Linke, Regierungshandeln konsequent unter das Ziel Gemeinwohl zu stellen. Sie bekennen sich auch dazu, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Sehr schön. Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz sollte die Bundesregierung aber gelernt haben, dass Bekenntnisse jetzt nicht mehr reichen. Sie müssen jetzt konkrete Umsetzungen konzipieren, schnell und verlässlich. Schließlich erwähnen Sie die Armutsbekämpfung wenigstens einmal als Problem. Aber daraus folgt nichts Konkretes. Dabei wissen wir, dass Armut mit allen Zukunftsproblemen verschränkt ist und sie verschärft Energiearmut, Bildungsarmut, Wohnraumarmut, um nur einige zu nennen. Übrigens wäre es allemal sinnvoll, würden Sie endlich auch Armut unter Studierenden und die Jobsicherheit unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bekämpfen, also jenen, die die Grundlagen zur Umsetzung dieser Zukunftsstrategie liefern sollen. Meine Damen und Herren, die Konkurrenzlogik dieser Strategie wird sich am Ende ein Teufel um unsere Zukunft scheren. Wenn wir eines aus den jüngsten Krisen gelernt haben sollten, dann die Tatsache, dass wir unser Gemeinwohl strategisch nur partnerschaftlich über nationale Grenzen hinweg stärken können und stärken müssen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Petra Sitte war das und nun folgt Oliver Kaczmarek, er Sprecher für Bildung und Forschung der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir erinnern ja in dieser Woche an ein Jahr Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und an ein Jahr Zeitenwende. Und ein Jahr Zeitenwende, das betrifft auch die Wissenschaft direkt und indirekt in vielfacher Hinsicht. Unter anderem dadurch, dass es seit einem Jahr keine wissenschaftliche Kooperation mit Russland gibt, was auch Schwierigkeiten bedeutet, aber was vor allen Dingen deutlich zum Ausdruck bringt, dass die Wissenschaft solidarisch ist und dass sie eben auch den Kurs mitgeht, dass Angriffskriege nicht toleriert werden dürfen. Ich bin der Wissenschaftscommunity jedenfalls dankbar, dass sie diesen Weg der Sanktionen auch mitgeht und die Kooperation eingestellt hat. Ein Jahr Zeitenwende heißt aber auch mehr vernetzen, mehr fokussieren in der Forschung. Und das nicht nur wegen Geld. Natürlich werden die Verteilungsspielräume neu erkämpft werden müssen nach der Zeitenwende oder in der Zeitenwende. Aber es bedeutet eben auch, dass wenn neue Aggressoren, neue Bedrohungen auf der Weltbühne auftreten, wir auch andere Herausforderungen zu bewältigen haben. Unsere Werte, unsere Sicherheit schützen, die Abwehrkräfte der Gesellschaft, die Resilienz stärken müssen und dass wir gleichzeitig im Blick behalten müssen, die großen Herausforderungen, der Klimawandel, die Energiewende, die Bekämpfung von Volkskrankheiten, die sind nicht weggegangen, sondern sie sind weiterhin da. Und wenn wir durch beides gut durchkommen wollen,
auf der einen Seite Sicherheit und Resilienz schützen, auf der anderen Seite große Herausforderungen gestalten, die Transformation gestalten, dann müssen wir eben auch weiter die Ziele für die Forschung klar definieren und klar benennen. Dann müssen wir für schnelleren Transfer von Erkenntnissen sorgen und dann müssen wir Forschung auf hohem Niveau weiterhin fördern. Und das ist Gegenstand der Zukunftsstrategie und das zeigt auch, Forschung und Innovation sind für uns Lösung der Herausforderungen und deswegen behalten sie auch Priorität weiterhin in der Ampelkoalition. Und die Zukunftsstrategie ist ein wichtiges Element dieser Forschungspolitik und bettet sich dort ein in den stabilen Rahmen, den wir geschaffen haben, mit vielen Förderinstrumenten, die auch noch teilweise kommen werden. DATI und SPRINT sind angesprochen. Der Zukunftsvertrag ist dynamisiert, der Pakt für Forschung und Innovation verstetigt. Die ist gut geworden, diese Zukunftsstrategie. Sie ist auch, Herr Jatzombek, besser als der erste Entwurf war. Und das zeigt, dass die Regierung eben auch lernbereit und dialogbereit ist und eben ihre Entwürfe auch verbessert und sie nicht sakrosankt stellt. Aber sie leistet vor allen Dingen eins, sie leistet die Fokussierung unserer Politik auf gesellschaftliche Herausforderungen in 6 Missionen. Und das ist eine Zukunftsstrategie, die bündelt die Aufgaben für alle Ressorts. Das ist ein Fortschritt, das hat die Hightech-Strategie zuletzt nicht mehr geschafft. Und deswegen ist es ein Fortschritt, diese Zukunftsstrategie zu haben für das gemeinsame Handeln der Regierung über die Ressorts hinweg. Und wir sind dabei getragen von grundlegenden Überzeugungen. Wir wollen ressortübergreifendes Denken. Die Missionsteams sind angesprochen worden. Das ist eben auch eine Form der Organisation, die schon festgelegt ist. Wir wollen die Vernetzung mit Forschungsinstitutionen im Dialog die Zukunftsstrategie weiterentwickeln, aber auch mit den wirtschaftlichen Forschungsaktivitäten vernetzen. Wir wollen Forschung eingebettet in gesellschaftliche Verantwortung sehen. Deswegen permanenten Dialog, permanente Wissenschaftskommunikation, permanentes Achten auf soziale Innovation. Und uns geht es eben auch um Innovationsförderung. Aber eben nicht nur um Innovationsförderung. Für uns ist wichtig, dass wir die ganze Forschung im Blick behalten. Und deshalb fördern wir weiterhin von der Grundlagenforschung, auch bei Großgeräten, über die Anwendungsorientierung mit DATI demnächst ein neues wichtiges Instrument, eine neue wichtige Plattform bis hin zu Transfer und Translation. Das, wenn wir diese Kette zusammenhalten und Forschung in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung betrachten, dann wird es ein echter Fortschritt und dann ist es auch mehr, als die Hightech-Strategie in den letzten Jahren geleistet hat. Und Frau Ministerin, ich fand das gut, dass Sie gerade gesagt haben, dass die Arbeit jetzt beginnt. Denn der Kabinettsbeschluss ist wichtig. Die Umsetzung wird jetzt beginnen und sie wird auch noch Veränderungen erfahren. Aber wir wollen die Regierung ermutigen, den Kabinettsbeschluss jetzt umfassend und dauerhaft umzusetzen. Denn es verbirgt sich damit oder verbindet sich damit ein gemeinsames Ziel. Denn wir wollen in dieser Koalition eben nicht nur mehr Fortschritt durch Forschung und Innovation wagen, sondern wir wollen mehr Fortschritt mit Forschung und Innovation auch schaffen, sozial, ökologisch und ökonomisch. Vielen Dank. Wie kann die Bundesregierung die Forschung und Innovation in Deutschland unterstützen? Einerseits sollen die Gesamtausgaben erhöht werden. Andere Missionen sind in der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation aufgelistet. Dazu spricht nun Nadine Schön. Hier oben auf den Tribünen und an den Fernsehgeräten uns heute zugehört haben. Wissen die, wo es hingehen soll? Gehen die nach dieser Debatte raus und sagen, ja, jetzt habe ich verstanden, wo diese Regierung uns hinführen wird. Mein Eindruck ist, das ist nicht der Fall. Sie haben jetzt 1,5 Jahre gebraucht, um diese Zukunftsstrategie vorzulegen. 1,5 Jahre für diese Strategie, die gute Sachen hat. Die Missionsorientierung ist wichtig, dass es am Anfang eine starke Schwächeanalyse des Systems gibt. Das finde ich gut. Aber man muss diese Strategie tatsächlich mal an der Realität spiegeln. Was versprechen Sie in der Strategie und auch heute in Ihren Reden? Erstens Schnelligkeit. Naja, also dass ich 1,5 Jahre brauche, um diese Seiten aufzuschreiben, ist jetzt nicht schnell. Sie versprechen Missionsorientierung. Wie gesagt, das ist an sich nicht schlecht, aber der Begriff darf kein hohler Begriff sein. Das müssen Sie auch mit Leben fühlen. Und alle, die diese Strategie kommentieren, sagen, das ist alles so breit aufgestellt, dass eben gar nicht klar ist, wo diese einzelnen Missionen hingehen. Eben wurde reingerufen, Klimaschutz und Gesundheit und alles wichtig. Ja, alles wichtig, aber eine Strategie hätte mehr Fokus gebraucht. Kernelement ist das gemeinsame Handeln, das Ende des Silo-Denkens, hat die Ministerin jetzt eben gesagt. Ich frage, macht diese Regierung zurzeit den Eindruck, dass sie stringent in eine Richtung marschiert?
Also ich höre Herrn Habeck, der die Ölheizungen verbieten will. Ich höre die FDP, die die E-Fuels feiert, die Grünen, die da nur stöhnen. Also mein Eindruck ist nicht, dass diese Bundesregierung eine gemeinsame Vision davon hat, wo sie hin will und das gerade stringent umsetzt. Und diese Missionsorientierung, das hätten Sie doch schon machen können. Wir haben ein Jahr Zeitenwende, es ist angesprochen worden. Seit einem Jahr haben wir eine riesengroße Herausforderung, weil wir unsere Energieversorgung auf komplett neue Füße stellen müssen. Das nenne ich eine Mission. Und ich sehe nicht, dass Frau Stark-Watzinger und Herr Habeck diese Mission gemeinsam angegangen sind. Ich höre mal hier was und mal da was. Da ist keine Gemeinsamkeit, da ist keine Stringenz, da ist kein Plan, da ist kein Fokus, wo es hingehen wird. Und das ist einfach zu wenig. Und genauso ist es in der Gesundheitsforschung. Gibt es ein gemeinsames Agieren von Herrn Lauterbach und Frau Stark-Watzinger? Wir hatten Riesenerfolge mit BioNTech. Es wäre jetzt an der Zeit, bei der Biotechnologie, bei der Versorgung mit Medikamenten, bei der Pharma, bei den Pharmathemen, mit neuem Schwung und gemeinsamem Agieren voranzugehen. Ich sehe kein gemeinsames Handeln. Und jetzt, liebe Anna Christmann, höre ich, das passiert jetzt mit den Missionsteams. Okay, nach anderthalb Jahren, aber keine Zusammenarbeit, sondern wir machen eine gemeinsame Federführung. Ist das das, was Sie sich unter neuer, moderner Regierungsführung vorstellen? Also, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, dass es wirklich noch an Agilität und Kooperation gewinnt. Die Strategie ist erstmal geduldiges Papier. Und die Zeit ist leider abgelaufen. Ich hoffe aber, dass es nicht so kommt, wie Dietmar Haaf prognostiziert, dass es eine Aktenschönheit ist, die noch meilenweit von Anwendung und Umsetzung entfernt ist. Nadine Schön mahnt mehr Fokus an. Auch das ist eine Kritik, die hier schon häufiger geäußert wurde, auch im Vorfeld. Andererseits muss die Regierung natürlich auch flexibel sein in Zeiten großer Unsicherheit. Marlene Schönberger nun für die Grünen. Ich würde mir wünschen, dass ich meine Rede nicht so beginnen müsste, aber der russische Angriffskrieg ist das treffendste Beispiel für die Realität, die wir gerade erleben. Nämlich eine tiefgreifende Auseinandersetzung zwischen autokratischen Regimen und liberalen Demokratien, Propaganda und Lügen gegen Fakten und Wissenschaft. Die Auswirkungen davon können wir überall dort beobachten, wo Verschwörungsideologien und Desinformation verbreitet werden, auf Demonstrationen, im Internet, leider auch hier im Parlament. Autokratien wie Russland unterstützen rechtsradikale Bewegungen. Sie versuchen, die Stimmung zu vergiften, unsere Gesellschaft zu spalten, Wahlen zu manipulieren. Sie wollen Demokratien destabilisieren. Und teilweise ist es ihnen auch schon gelungen. Wir haben das erkannt. Aber nicht immer haben wir wissenschaftlich fundierte Antworten auf all diese Bedrohungen. Mit der Zukunftsstrategie stärken wir die Forschung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir machen Menschen resilient und unsere Demokratie wehrhaft. Liebe Kolleginnen, antisemitische Vorfälle, Rassismus und Queerfeindlichkeit sind allgegenwärtig. Trotzdem, Forschung zur Situation der Betroffenen gibt es bisher viel zu wenig. Es liegt auch daran, dass Wissenschaft in Deutschland nicht besonders divers ist. Junge, schwarze, queere oder jüdische ProfessorInnen oder InstitutsleiterInnen sucht man oft vergeblich. Frauen sind massiv unterrepräsentiert. Ich würde gerne sagen, Vielfalt ist unsere Stärke. Aber das stimmt noch nicht. Vielleicht sogar im Gegenteil. Fehlende Vielfalt ist unsere Schwäche. Wir müssen bisher marginalisierte Perspektiven stärken und fördern. Forschende, die von Diskriminierung betroffen sind, besser schützen und somit unser Wissen erweitern. Zum Beispiel über gegenwärtiges jüdisches Leben, über die postmigrantische Gesellschaft, über die Situation queerer Menschen oder alleinerziehende Mütter. Dazu kommt, wenn wir wollen, dass sich junge Menschen für eine Karriere in der Wissenschaft entscheiden, müssen wir attraktive Arbeitsbedingungen schaffen. Derzeit ist akademisches Forschen und Lernen, besonders im Bereich der Geisteswissenschaften, oft prekär. Wir brauchen sichere Jobs, ein angemessenes Gehalt, motivierende Karriere- und Aufstiegschancen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Exzellente Wissenschaft entsteht nicht da, wo steife Machtstrukturen und Privilegien verstetigt werden, sondern wo die klügsten Köpfe zusammenkommen. Die Zukunftsstrategie ist dafür eine gute Grundlage.
Jetzt werden wir gemeinsam weitere Schritte gehen, damit nicht das vermeintlich richtige Elternhaus, sondern die besten Ideen gewinnen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Dr. Ingeborg Gressle für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also Frau Schönberger, wirklich, ich sorge mich schon, ob wir beide das gleiche Dokument gelesen haben. Ich habe ein Sammelsurium von Worthülsen gelesen und ich dachte ehrlich gesagt eine Weile, das ist jetzt ein Schlagwortverzeichnis Wissenschaft. Aber es ist sicherlich keine Strategie. Es handelt nicht von Umsetzung von Plänen, von Realisierungswillen und schon gar nicht von Realisierbarkeit. Es ist beängstigend und beschämend, weil unsere Forschungslandschaft, unsere Forscherinnen und Forscher haben Besseres verdient und sie brauchen auch Besseres. Sie brauchen diese Ministerin, die nun leider ein Ausfall ist auf diesem Gebiet. Die Strategie ist enttäuschend und es wäre schön, wenn diese Strategie wirklich mit Inhalten unterfüttert wurde, mit einem Maßnahmenplan unterfüttert wurde. Wir sind enttäuscht und ich meine, wir sind zu Recht enttäuscht. Da, wo sie wirklich dringend gebraucht wurden, zum Beispiel beim Thema Europa, über das ich heute sprechen will, bei den internationalen Forschungsinfrastrukturen, da warten alle seit Monaten, seit Beginn der Arbeit dieser Bundesregierung darauf, dass sie mal sagen, wo es hingehen soll. Das ist wichtig, weil die Auswahl der europäischen Projekte nämlich zwingend eine nationale Roadmap voraussetzt, einen nationalen Auswahlprozess. Am 2. Dezember hat der Ministerrat den Startschuss gegeben. Da hätte eigentlich die deutsche Strategie schon so fertig sein sollen, damit man weiß, was es denn werden soll. Nicht ein großer Plan, sondern ein konkretes Projekt, konkrete Projekte. Sie lassen die Leute warten. Und das wird Folgen haben für die ESFRI-Projekte, für das Europäische Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen. Ich finde das beängstigend. Wir brauchen auch transparente Prozesse, verlässliche Priorisierungen. Wir brauchen nicht dieses Geschwalle und dieses allgemeine die allgemeine Erzählung über Forschung. Wir brauchen konkrete Maßnahmen. Ich bin übrigens jetzt schon gespannt auf die Antwort. Wir haben ja gefragt, wie oft Sie an den europäischen Räten teilgenommen haben. Ich bin gespannt auf die Antwort, denn was ich aus Brüssel höre, ist, dass diese europäische Kiste Sie irgendwie nicht interessiert. Dies aber wichtig, es handelt sich um das größte Forschungsprojekt, um die größten Forschungsprogramme der Welt. Und unsere Forscherinnen und Forscher brauchen dieses Ministerium. Wir brauchen sie. Die Kommission hat eine Konsultation gemacht, im November abgeschlossen. Auch hier wissen wir nicht, wie denn die Bundesregierung es sich vorstellt, wie es auf diesem ganz wichtigen Sektor für unsere Forscherinnen und Forscher weitergehen soll. Das sind konkrete Elemente einer europäischen und internationalisierten Forschungslandschaft. Es gibt überall, wo wir hinfassen, wo wir hinlangen, sehen wir nur Fehlanzeige. Wir sehen nicht, dass in irgendeiner Form Sie hier Ihren Job machen. Und das ist das, was wir beängstigend finden und wo wir Sie auch stellen wollen. Wir wollen wissen, wann diese Entwicklung kommt, wann diese Projekte kommen. Sie schreiben, 16% der EU-Mittel aus dem Forschungsrahmenprogramm reichen nicht. Uns reichen sie auch nicht. Aber Sie schreiben nicht, was Sie tun wollen, damit dieser Anteil mehr wird. Diese Strategie, schade, schade, auch wenn sie nicht mehr ausgedruckt wird. Ich habe sie ausgedruckt, aber es ist wirklich schade um die Zeit, um die vielen Menschen, die daran mitgewirkt haben, kommen sie weil bitte sie zum nicht Schluss, in dieser Frau Kollegin. Form nicht realisiert werden kann. Dankeschön. Ingeborg Gräßle war 15 Jahre Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Da verwundert es nicht, dass sie auch auf die europäische Ebene in ihrer Rede schaut. Und wir kommen damit zur letzten Rednerin. Das ist Gabriele Kaczmarek für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem persönlichen Beispiel anfangen, um noch mal das Thema Forschung in einem anderen Bereich aufzugreifen. Ich war als Kind schwer erkrankt an Masern. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Impfstoff. Ich hatte Glück. Ich habe die Krankheit überwunden. Das Nachbarkind nicht. Das Nachbarkind bei uns erlitt schwere Hirnschäden, eine Folge der Masernerkrankung. Denn damals gab es noch keinen Impfstoff. Erst durch intensive Forschung und Innovation führte es dazu, dass 1974 die Ständige Impfkommission eine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen hat zu diesem Masernimpfstoff.
Heute sind Masern so gut wie ausgerottet. Ein Erfolg der industriellen Gesundheitswirtschaft, ein Erfolg von Forschung und Entwicklung. Gerade dieser Wirtschaftssektor hat auch in der Covid-19-Pandemie gezeigt, welch Potenzial in ihnen steckt. Wir wollen bei Biotechnologie im globalen Wettbewerb aufschließen bzw. wollen Weltspitze bleiben. Und das kann man sehr gut ableiten von der Zukunftsstrategie, die jetzt vorliegt. Dann muss man sie, meine Damen und Herren, auch der Opposition richtig lesen. Wir, Deutschland, muss gesetzte Rahmenbedingungen dauerhaft umsetzen, muss das Land von Industrie und Innovation bleiben. Und Frau Schön und Frau Gräßle, Sie haben das ja sehr kritisiert, haben gesagt, es muss, jetzt ist nichts Konkretes da, das liest sich in so einer Aufsammlung. Europa haben Sie gar nicht im Blick. Also alles, was Sie so aus der Kiste herausfinden könnten, haben Sie hier mal vorgeworfen. Ich will Ihnen eins sagen, Frau Schön. Erstens, ressortübergreifend. Ich bin ja im Wirtschaftsausschuss. Ressortübergreifend diskutieren wir über Forschung und Entwicklung. Und es ist notwendig. Und wir werden dort auch gemeinsam Projekte auf den Weg bringen. Wir haben heute Morgen, Sie waren dabei, über einen sehr wesentlichen Punkt, über die IPSAI-Projekte diskutiert und eine Anhörung gehabt. Und wir haben dafür gesorgt, dass Geld eingestellt wird, dass auf europäischer Ebene, liebe Frau Gräßle, dass auf europäischer Ebene Deutschland sich mit an Forschung und Entwicklung beteiligt. Das werden Sie zur Kenntnis nehmen müssen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist gut und richtig, dass diese Ampelkoalition entschieden hat, nicht einfach eine erneute Hightech-Strategie aufzulegen, sondern eine Zukunftsstrategie, die beinhaltet, dass ressortübergreifend die Themen aufgegriffen werden und bearbeitet werden. Das ist gut so. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache zu Top 3. Soweit also die erste Beratung zum Bericht zur Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Dieser Bericht wird nun an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen und dort dann weiter beraten. Und wir kommen damit zum doch alles beherrschenden Thema, nämlich den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Grund jetzt für die Debatte ist ein Antrag der CDU-CSU-Fraktion mit dem Titel Konsequente Reaktion des Rechtsstaats auf den russischen Angriffskrieg ermöglichen, Sondertribunal einrichten. Also die Unionsfraktion fordert die Bundesregierung auf, sich für ein Sondertribunal einzusetzen, denn Hintergrund ist, dass natürlich die Verantwortlichen der russischen Aggression vor Gericht gestellt werden sollen. Das ist aber gar nicht so einfach. Momentan geht das nämlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof nicht. Details dazu werden wir jetzt hören von Boris Mijatovic. Ach, aber der spricht erstmal für die Grünen, also wird er sich erst einmal zum Antrag äußern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zu Beginn meiner Rede gleich eines unmissverständlich klarstellen. Das Verbrechen der Aggression muss von der internationalen Gemeinschaft geahndet werden. Hunderttausende Tote, Millionen vertriebener Menschen. Wir schulden es der Ukraine, wir schulden es der Gerechtigkeit, dass diese Verbrechen aufgearbeitet werden. Und das Verbrechen der Aggression gehört dazu und muss ebenfalls vor Gericht. Im Alleingang ist diese Aufgabe aber nicht zu schaffen, weder hier im Haus noch im Kontext der internationalen Politik. Sie brauchen Mehrheiten, und um Mehrheiten müssen Sie sich kümmern. Was es heißt, Mehrheiten zu organisieren, Mehrheiten zu überzeugen, Mehrheiten zu gewinnen, konnten Sie am Samstag zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung nachlesen. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock und ihr Team leisten Erstaunliches, um Mehrheiten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu ermöglichen.
Erneut haben, und das ist ein Signal, deren Wirkung nicht unterschätzt werden kann, erneut haben 141 Staaten den Angriffskrieg Russlands der Russischen Föderation verurteilt. Das ist ein wichtiger Erfolg, der gerade auf den persönlichen Einsatz, aber auch durch kluge diplomatische Arbeit funktioniert hat. Vielen Dank allen Beteiligten an der Stelle. Liebe Katja Köll, bitte tragt es ins Amt. Dieses Signal ist goldwichtig. Auch für diese Vorlage der CDU in ihrer Rede vor der Haager Akademie hat unsere Außenministerin Baerbock zwei wichtige Grundsteine in der internationalen Debatte fortgeschrieben. Ja, wir wollen die Strafrechtslücke beim Verbrechen der Aggression im Rom-Statut schließen. Dies ist bereits eine immense Herausforderung, bedenkt man die bislang übersichtliche Zahl an Ratifizierungen. Aber Außenministerin Baerbock skizziert dieses Vorhaben, das ambitioniert erscheint, aber es ist notwendig, um das Rom-Statut und die Anerkennung der Arbeit am ICC voranzubringen. Ein großes Vorhaben, aber eben auch mit enormer Signalwirkung. Vielen, vielen Dank dafür. Im zweiten Teil Ihrer Rede hat Außenministerin Baerbock klargemacht, dass es schon lange nicht mehr eine Frage des Ob gibt. Die Frage des, ob es ein Tribunal gibt, ist mehr oder weniger beantwortet. Die Frage, wie wir das machen, die wird im internationalen Kontext aktuell diskutiert. Und da müssen wir entsprechend fachlich sein. Diesen Vorschlag gilt es in einer sachlichen Debatte mit Argumenten zu führen. Wir haben das im Auswärtigen Ausschuss in der Anhörung ja gehört. Wir haben dort Expertinnen und Experten gehabt, die uns gesagt haben, welche Herausforderung das ist. Und da möchte ich auf einen entscheidenden Punkt hinweisen. Die von Außenministerin Baerbock vorgelegte zweigleisige Strategie eines Sondertribunals auf der einen in Kombination mit der Reform des Rom-Statuts auf der anderen Seite ist äußerst vielversprechend, um die Staaten des afrikanischen Kontinents, die Staaten Südamerikas ebenfalls mitzunehmen. Der renommierte und sehr geschätzte Völkerrechtsexperte Professor Klaus Kress stellt dazu heraus, und ich zitiere, die zweigleisige Strategie würde eine echte Auseinandersetzung mit dem globalen Süden über die Zukunft im Kampf gegen das Aggressionsverbrechen ermöglichen. Zitat Ende. Gerade die eingangs erwähnte Sitzung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat das auch noch mal deutlich gemacht. Wir brauchen den globalen Süden für die Vorhaben im Völkerstrafrecht. Und deswegen sollten wir uns diesem Ansatz widmen. Ich komme zum Schluss. Im Alleingang, liebe CDU, ist es nicht zu machen. Und ich biete Ihnen an, lassen Sie uns interfraktionell an dieser Idee arbeiten. Lassen Sie uns gemeinsam fachlich schauen, wie wir im internationalen Kontext für die Gerechtigkeit werben können. Da hat die Bundesrepublik Deutschland einen starken Ruf, und den setzt unsere Bundesaußenministerin fort. Und da würde ich gerne mit Ihnen weiter dran arbeiten. Vielen Dank. Soweit Boris Mijatovic, und nun kann Günther Krings aus der Unionsfraktion noch einmal den Antrag seiner Fraktion hier erläutern. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir mussten letzte Woche einen bitteren Jahrestag begehen, ein Jahr russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, ein Jahr Tod und Gewalt, ein Jahr Kriegsverbrechen. Das russische Militär hat Akte unglaublicher Grausamkeit und Menschenverachtung an Zivilisten und Soldaten begangen. Und nach einem Jahr Krieg ist der Wunsch nach Frieden wohl nirgendwo so stark wie bei den Menschen in der Ukraine. Frieden kann und wird es aber nur geben, wenn Putin erkennen muss, dass er diesen wahnwitzigen Angriffskrieg nicht gewinnen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Ukraine nicht nur mit humanitärer Hilfe, sondern auch mit Waffen weiter unterstützen. Die Antwort auf Putins Krieg muss aber über Waffenlieferungen hinausgehen. Auf die russische Gewalt will und muss die Völkergemeinschaft mit der Macht des Rechts antworten. Gut deshalb, dass beim Internationalen Strafgerichtshof, beim deutschen Generalbundesanwalt und in vielen anderen Ländern bereits Beweise gesammelt werden, um die Täter der Kriegsverbrechen so bald wie möglich zur Verantwortung zu ziehen. Aber, darauf hat mein Vorredner auch hingewiesen, es gibt eine sehr, sehr empfindliche Lücke in der Strafverfolgung. Wir können die Gewaltexzesse als Verbrechen in diesem Krieg vor Gericht bringen. Für das Urverbrechen des Krieges, also für den Straftatbestand der Aggression, gibt es in diesem Angriffskrieg noch kein Gericht.
Denn eine Überweisung an den Internationalen Strafgerichtshof nach geltendem Recht, das bräuchte einen Beschluss des Sicherheitsrates der UN, und der wird natürlich durch russisches Veto blockiert. Meine Fraktion unterstützt daher alle Bemühungen, das Statut des Strafgerichtshofes so zu ändern, wie Sie es auch beschrieben haben, dass er künftig generell auch das Verbrechen des Angriffskrieges aburteilen kann. Wir wissen aber auch, dieses Ziel zu erreichen, das wird sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Bis dahin sind wir aber nicht bereit, diese Lücke hinzunehmen und den Ukrainern zu erklären, dass das Urverbrechen des Angriffskrieges ungesühnt bleiben muss und das Völkerrecht gegenüber Putin und seinen Ministern und seinen Generälen machtlos bleibt. Deshalb fordert die CDU-CSU-Fraktion seit 10 Monaten ein internationales, völkerrechtliches Sondertribunal für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Genau ein solches Sondertribunal fordert auch die Ukraine selbst, viele weitere Länder in und außerhalb Europas, das Europäische Parlament, zahlreiche weitere internationale Organisationen. Und es ist ein durchaus eingeübtes Instrument. Sondertribunale auf verschiedener rechtlicher Grundlage wurden in der Vergangenheit bereits erfolgreich angewandt. Und ich sage das ganz offen und nehme natürlich auch das Gesprächsangebot gerne weiter an. Schöner wäre es gewesen, wir hätten vorher schon sprechen können, aber das geht, glaube ich, weniger an Sie, Herr Kollege, als an andere in der Ampel. Wir haben als Unionsfraktion gehofft, die Bundesregierung würde sich hier an die Spitze einer guten Bewegung setzen. Denn aufgrund unserer Geschichte haben wir eine besondere Verantwortung für das Völkerrecht. Der Einsatz für eine effektive Durchsetzung völkerrechtlicher Normen war zu Recht seit Jahrzehnten Teil unserer außenpolitischen Staatsräson, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung war allerdings bei dieser Frage eben doch sehr lange auf Tauchstation. Und dabei fehlt es eben nicht an völkerrechtlichen Wegen, sondern was wir brauchen, ist der politische Wille. In diesem Jahr hat die Außenministerin sich immerhin für ein sogenanntes hybrides Gericht ausgesprochen. Das aber wäre leider keine gute Lösung. Putin und seine obersten Spießgesellen könnten sich gegenüber einem solchen hybrid-nationalen Gericht auf Immunität berufen. Sie wären also vollends außerhalb der Reichweite eines solchen Gerichtes. Es könnte hier auch nicht Völkerrecht, sondern nur nationales ukrainisches Recht zur Anwendung kommen. Genau deswegen ist die ukrainische Regierung selber auch dagegen. Ein solches Gericht, so fürchte ich, würde das Völkerrecht nicht stärken, sondern es würde den Eindruck von der Ohnmacht des Völkerrechts unterstreichen. Das können wir nicht wollen. Mit unserer Forderung nach einem internationalen Tribunal stecken wir ein klares Ziel ab. Und wir wissen zugleich, dass der Weg bis dahin ein steiniger sein wird. Und ich fand es gut und richtig, Herr Kollege, dass Sie verwiesen haben auf den Beschluss der UN-Generalversammlung am Wochenende. Es zeigt, es ist möglich, auch nach einem Jahr des Krieges große Unterstützung zu bekommen. Dann muss man sich aber auch aufmachen auf diesen Weg und versuchen, diese Unterstützung zu erreichen. Wenn wir die Opfer sehen, die das ukrainische Volk jeden Tag für Freiheit und Gerechtigkeit erbringt, dann sollten wir uns beherzt wirklich auf diesen Weg machen und nicht nur über Hindernisse reden, meine Damen und Herren. Und wir hatten wirklich eine bemerkenswerte Anhörung im Auswärtigen Ausschuss. Dort haben alle Sachverständigen, die Ampel und die wir benannt haben, sich offen gezeigt, befürwortet ein Sondertribunal. Daher hat es mich auch schon doch etwas irritiert, dass wir bisher noch nicht zu Gesprächen gefunden haben, die Ampelfraktionen nicht auf uns zugekommen sind und auch wir keinen eigenen Vorschlag bisher der Ampel haben. Das ist alles heilbar, das sehe ich auch so, aber es ist wirklich kostbare Zeit verloren gegangen, und gerade um die deutsche Position der Frage zu stärken. Und ich weise noch mal darauf hin, Sie haben Klaus Kress genannt, der hat auch am Wochenende noch mal im Spiegel sehr deutlich gesagt, was wir brauchen, ist ein wirkliches internationales, völkerrechtliches Gericht und kein hybrid-nationales Gericht. Also hier muss die Außenministerin sich wirklich noch in einer entscheidenden Frage bewegen. Meine Damen, lassen wir sich zum Schluss noch sagen, der Respekt vor dem Freiheitskampf der Ukraine, die besondere Verantwortung Deutschlands für die Völkerrechtsordnung, die hätten in der Tat nahegelegt, dass wir schon gesprochen hätten, dass wir schon auf uns zugekommen wären. Unsere Hand bleibt aber in und nach dieser Debatte weiter ausgestreckt. Wir wollen eine Lösung, denn das Urverbrechen dieses Krieges, das muss vor ein völkerrechtliches Tribunal, ein Anliegen, das uns einen sollte. Ja, mit Blick auf die Ukrainer muss uns dieses Anliegen einen. Vielen herzlichen Dank.
Günter Krings hat hier erläutert, die Schwierigkeiten, die Verantwortlichen des russischen Angriffskriegs zur Rechenschaft zu ziehen, auch wenn es schon an Untersuchungskommissionen des UN-Menschenrechtsrats gibt. Michael Roth nun, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Seit über einem Jahr läuft die russische Kriegsmaschinerie, und das brutalst möglich. Wir erleben fast täglich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verschleppungen, Tötung von Zivilistinnen und Zivilisten, Anschläge auf die zivile Infrastruktur. Die russischen Truppen machen vor nichts Halt, seien es Krankenhäuser, Schulen oder auch Kitas. Wir haben hier im Deutschen Bundestag immer wieder um richtige Wege, verantwortungsvolle Wege gerungen, um der Ukraine in dieser grauenhaften Situation solidarisch, geschlossen und entschlossen zur Seite zu stehen. Und ich will mich dafür bedanken, dass wir hier immer auf eine breite parlamentarische Mehrheit uns berufen konnten. Das gibt nicht nur der Regierung Bewegungsspielraum, sondern es setzt auch ein ganz klares Signal an die internationale Gemeinschaft, gleich wo wir politisch stehen. Dieser russische Vernichtungsfeldzug, dieser russische Aggressionskrieg muss verurteilt werden, und wir schulden es den Opfern, dass wir nicht nur politisch dagegen vorgehen, sondern dass wir diese Verbrechen auch juristisch aufarbeiten. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat bereits 70.000 mutmaßliche Fälle von Kriegsverbrechen gesammelt. Ich bin auch dem Internationalen Strafgerichtshof sehr, sehr dankbar, der auch schon Beweise ermittelt vor Ort, die Europäische Union, aber auch Expertinnen und Experten aus Deutschland tragen dazu bei, dass wir den Opfern ein Gesicht geben, dass wir diese furchtbaren Verbrechen aufarbeiten. Und wir streiten heute, lieber Kollege Krings, lieber Kollege Rotwitsch, auch darüber, wie können wir denn einen rechtssicheren Weg finden? Denn wir sind als Rechtsstaat natürlich auch dem Recht verpflichtet. Und wir brauchen dafür viele Bündnispartnerinnen und Bündnispartner, nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Deswegen halte ich auch eine Lösung über den Europarat oder über die Europäische Union als nicht überzeugend. Ich glaube, wir müssen insgesamt über die Vereinten Nationen vorgehen. Und wir müssen die von Ihnen beschriebene Lücke schließen. Ich habe jedenfalls in der Anhörung des Auswärtigen Ausschusses, an der ja dankenswerterweise auch die Kolleginnen und Kollegen des Rechtsausschusses, aber auch des Menschenrechtsausschusses mitgewirkt und mitgearbeitet haben, ich habe es so verstanden, dass es dafür, für dieses politische Ziel, eine sehr, sehr breite Mehrheit gibt. Denn klar ist, wir schulden diese Gerechtigkeit nicht nur den Opfern. Diese Aufarbeitung ist auch in unserem eigenen Interesse. Denn der russische Angriffskrieg ist auch ein Krieg gegen das internationale Recht, gegen das Völkerrecht. Und wir müssen dem russischen Regime deshalb nicht nur mit unserer Unterstützung der Ukraine ein Stoppschild setzen, sondern es braucht auch ein völkerrechtliches Stoppschild. Ein Überfall auf ein anderes Land darf nicht straflos bleiben. Und da setzt eben die Schwierigkeit an. Für das Verbrechen der Aggression gibt es derzeit über den Internationalen Strafgerichtshof noch keine Lösung. Also brauchen wir jetzt, und dabei bin ich ganz bei Ihnen, eine pragmatische, eine rechtssichere Lösung, die auch gegenüber den Menschen in der Ukraine Bestand hat, die aber auch Bestand hat im Streit, im Austausch mit vielen Partnerinnen und Partnern in der Welt. Kritiker sagen ja bereits jetzt, dass Putin vermutlich niemals vor einem solchen Tribunal landen wird oder dass es sogar zukünftige Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland erschweren würde. Ich halte das für komplett falsch, denn ohne Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben. Ohne Gerechtigkeit
kann es keine nachhaltige Friedensordnung in Europa und für Europa geben, die nicht nur im ukrainischen Interesse, sondern natürlich auch im deutschen Interesse ist. Wenn wir diesen Aggressor nicht endgültig aufhalten, dann drohen weitere bewaffnete Konflikte in Europa, in unserer Nachbarschaft. Und wir wollen den Frieden, wir wollen die Sicherheit für uns alle in Europa und wir wollen sie vor allem für die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine. Lassen Sie mich in den wenigen noch verbleibenden Sekunden eine weitere Sorge mit Ihnen teilen und auch ein weiteres Angebot für intensivere Gespräche noch mal unterbreiten, sofern mir das überhaupt als Ausschussvorsitzender zusteht. Wir haben bislang rund 19 Milliarden Euro an russischem Geld im Ausland sanktioniert. Diese Gelder sind eingefroren. Wenn sich das russische Regime nicht willens zeigt, die Ukraine für die erlittenen Schäden zu entschädigen, müssen diese Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine eingesetzt werden. Das ist moralisch und politisch allemal geboten. Und auch hierfür brauchen wir eine rechtssichere Lösung, die im Einklang steht mit den Grundlagen des Völkerrechts. Aber wir brauchen auch den politischen Willen dazu. Ich darf jedenfalls für meine Fraktion bekunden, wir sind bereit, mit Ihnen nach einer rechtssicheren Lösung zu suchen, sowohl für die Schließung der Lücke der Aggression, also der Behandlung der Aggression, als auch für die Frage, wie können wir die Menschen in der Ukraine ansatzweise entschädigen. Für das unendliche Leid kann es keine Entschädigung geben. Aber es muss von uns, gerade auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte, ein deutliches Signal ausgehen an die Menschen in der Ukraine und an die Verbrecher in Russland. Wir werden diese Taten niemals vergessen. Wir werden sie strafrechtlich ahnden. Das sind wir dem Rechtsstaatsprinzip schuldig. Vielen Dank. Das Angebot von Michael Roth hier an die Union, die den Antrag eingereicht hat. Nächster Redner ist Stefan Keuter. Er sitzt für die AfD-Fraktion im Auswärtigen Ausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich mich heute auf diese Debatte vorbereitet habe und auf meine Rede, bin ich in das Archiv des Deutschen Bundestages gegangen und wollte mir die Debatte mal angucken, Beantragung von Sondertribunalen gegen den Irak, Libyen, Syrien, Jemen, Afghanistan. Soll ich Ihnen was sagen? Ich habe überhaupt gar nichts gefunden. Es gab sie nämlich nie. Es gibt Verhandlungen vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Da würden solche Verbrechen, wie sie hier vorgeworfen werden, eigentlich hingehören. Das Problem ist für die Zuschauer hier, die Ukraine und Russland haben das römische Statut nie unterzeichnet und haben sich deshalb dieser Gerichtsbarkeit nie unterworfen. Jetzt versucht die Unionsfraktion, ein Sondertribunal zu beantragen, durch die UN-Vollversammlung beschlossen. Das ist mir zu einseitig, aber dazu komme ich später. Was mich viel mehr entsetzt, liebe Union, ist, dass Sie Parallelen in Ihrem Antrag ziehen zu dem Nürnberger Militärgerichtshof und das als Vorbild. Halten Sie sich bitte vor Augen, dass 13 Millionen sowjetische Soldaten und 14 Millionen sowjetische Zivilisten unter den Opfern insgesamt 50 Millionen des Zweiten Weltkriegs waren, neben 6 Millionen Juden. Das ist unwürdig. Das lassen wir Ihnen so nicht durchgehen. Ein Sondertribunal muss stark legitimiert sein, sonst ist es schädlich für einen Friedensprozess. Kommen wir aber zurück zu der Einseitigkeit. Sie wollen sich nur mit den Menschenrechtsverstößen und Kriegsverbrechen gegen die Ukraine beschäftigen. Was ist mit den Verbrechen, die die Ukraine begangen hat? Einsatz von Schmetterlingsminen, Erschießungen von Gefangenen, die sich bereits ergeben haben, Beschuss von Donetsk und Luhansk über Jahre, wo tausende Zivilisten den Tod gefunden haben, 150 Kinder. Warum geht es hier eigentlich? Worum geht es? Zwei ehemalige Sowjetrepubliken führen militärische Auseinandersetzungen um Gebietsansprüche. Wo war Ihr Aufschrei 2020 in Bergkarabach, als Aserbaidschan mit Unterstützung der Türkei, einem NATO-Partner von uns, Armenien bekämpft hatte? Die Straße zwischen Stepanakert und Shushi war mit Toten gepflastert. Und jetzt kaufen Sie bei diesem Regime Öl ein. Da frage ich, wo war Ihr Aufschrei? Sie können doch nicht alle von der Aserbaidschan-Connection gekauft gewesen sein, liebe CDU. Was ist bei der Ukraine diesmal anders? Warum ist dieser
Konflikt nicht lokal geblieben, frage ich mich. Liegt es an der geopolitischen Bedeutung der NATO-Vorposten gegen Russland? Liegt es an den lukrativen Geschäften des US-Präsidenten Biden zusammen mit seinem Sohn Hunter Biden, die noch nicht aufgearbeitet worden sind in der Ukraine? Liegt es an dem Einfluss auf die ukrainische Politik, wo US-Staatsbürger plötzlich Minister werden können? Welches Tribunal soll zuständig sein für die antirussischen Gesetze, die Bekämpfung der russischen Kultur und der russischen Medien in der Ukraine? Mit den Senderschließungen, dem Verbot von Dutzenden von Parteien, der Sperrung von 20 Millionen Nutzern an den sozialen Netzwerken, in diesem Fall VK, wir haben ja Facebook in Russland, oder dort nutzt man VK, und der systematischen Diskriminierung von über 7 Millionen Russen in der Ukraine. Reden wir einmal Klartext. Entgegen den Siegesparolen und der Medienpropaganda hier wird die Ukraine diesen Konflikt nicht gewinnen können. Männer fliehen, sie wollen kein Kanonenfutter sein, sie fliehen nach Polen, nach Deutschland. Uns geht die Munition aus. Es muss dringend ein Verhandlungsfrieden her, friedliche Lösungen. Es bedarf dann auf Grundlage dieses Verhandlungsfriedens einer Aufarbeitung, wie die beteiligten Seiten es wollen, von beiden Seiten. Dies, sage ich Ihnen, ist nicht unser Krieg. Und abschließend, wir stimmen dieser Beschlussempfehlung dem Antrag der Ablehnung des Antrages zu. Und ich schließe mich diesmal einmal der CDU an, CDU, CSU, die gerade eben sagte, dass eine Lösung, wie die Bundesaußenministerin, größte Völkerrechtlerin aller Zeiten, es vorgeschlagen hat, ein Tribunal nach ukrainischem Recht international besetzt. Kommen Sie bitte zum Schluss. Das ist nicht zulässig und das sehen wir genauso. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion wird nun Ulrich Lechte sprechen. Er ist auch der außenpolitische Sprecher seiner Fraktion. Nach Radio Moskau jetzt wieder eine Stimme der Freiheit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 9 Jahren führt Wladimir Putin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist 9 Jahre her, dass russische Soldaten im Februar 2014 die ukrainische Halbinsel Krim angegriffen haben. Und dieser völkerrechtswidrige Angriff Russlands wurde zwar schon damals von der internationalen Völkergemeinschaft verurteilt und viele Staaten haben damals dafür Russland mit Sanktionen belegt, aber rückblickend muss uns allen klar sein, dass diese Reaktion so schwach war, nämlich zu schwach war. Putin wurden damit nicht ausreichend Grenzen gesetzt. Die Annexion der ukrainischen Krim ist aus seiner Sicht leider erfolgreich verlaufen. Und deshalb entschied er sich, 8 Jahre später die gesamte Ukraine anzugreifen und zu überfallen. Vor einem Jahr, im Februar 2022, hat Putin die Ukraine nicht nur großflächiger angegriffen, sondern auch weitaus brutaler als 8 Jahre zuvor. Die russischen Truppen haben keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen, sondern auch Kraftwerke, Wohngebäude, Krankenhäuser, Schulen und sogar Kindergärten bombardiert. Die Lebensadern der Ukraine. Damit ist nicht nur der Angriff selbst ein Völkerrechtsbruch, sondern auch die rücksichtslose Art und Weise, wie dieser Angriff geführt wird. Diese Verbrechen müssen bestraft werden, damit sie sich nicht wiederholen. Das ist die Lehre, die wir aus unserer zu zaghaften Reaktion im Jahr 2014 ziehen müssen. Einen Verbrecher wie Putin darf man nicht gewähren lassen, sonst wird er neue Verbrechen verüben und Leid über ganz Europa bringen. Deshalb muss gelten, auch wenn im Krieg die Waffen sprechen, darf das Recht nicht schweigen. Und das Recht schweigt nicht. Der Internationale Gerichtshof hat bereits im März 2022 geurteilt, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine völkerrechtswidrig ist. Die russischen Schutzbehauptungen, das Ganze geschehe zum Schutz der russischsprachigen Minderheit in der Ukraine, hat das höchste Gericht der Vereinten Nationen und damit der gesamten Welt als Lügen entlarvt. Dieses Urteil richtet sich gegen die Russische Föderation insgesamt, nicht gegen verantwortliche Einzelpersonen wie zum Beispiel Wladimir Putin persönlich. Denn vor dem IGH wird nur zwischen Staaten verhandelt, nicht zwischen Einzelpersonen.
Es gibt aber auch Ermittlungen gegen Einzelpersonen wegen Kriegsverbrechen. Diese erfolgen durch den Internationalen Strafgerichtshof, ebenso wie durch den Generalstaatsanwalt der Ukraine und nach dem Weltrechtsprinzip auch in verschiedenen anderen Ländern. In Deutschland hat der Generalbundesanwalt ein Strukturermittlungsverfahren eingeleitet und im letzten Jahr wurden in diesem Haus für diese Aufgabe zusätzliche Stellen geschaffen, nämlich mit dem Geld der Bürger. Sie sehen also, das Recht schweigt nicht, sondern es arbeitet. Es wird bereits ermittelt und Anklagen werden vorbereitet, damit die Kriegsverbrechen nicht unbestraft bleiben. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle den beteiligten Juristinnen und Juristen verneigen und ihnen meinen Dank aussprechen. Aber das Völkerrecht hat auch Lücken. Eine solche Lücke verhindert, dass Putin selbst für das Aggressionsverbrechen auf die Anklagebank in Den Haag muss. Der Internationale Strafgerichtshof kann nur gegen Putin wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Völkermord ermitteln. Wegen dem Angriffskrieg selbst, also der Wurzel all diesen Übels, kann er hingegen nicht tätig werden. Die CDU-CSU schlägt nun in ihrem Antrag vor, diese Lücke mit einem Sondertribunal zu schließen. Der Gedanke ist nicht verkehrt, aber er erfasst nicht das gesamte Problem. Darüber haben wir auch bei unserer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses zu diesem Thema gesprochen. Denn die Bundesregierung wirbt bereits auf internationaler Bühne für ein Sondertribunal. Aber viele Stimmen, gerade aus dem globalen Süden, die wir auch in den Vereinten Nationen brauchen, sagen uns, dass wir doch den Internationalen Strafgerichtshof eingerichtet haben, damit wir nicht für jeden Krieg ein eigenes Sondertribunal brauchen. Wir sollen uns doch bitte mehr für die Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofs einsetzen. Und das ist ja richtig. Aber wir wissen doch auch, dass wir bei einigen unserer internationalen Partner vergeblich für die Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs werben. Bei der Unterstützung des Kampala-Amendments zum Aggressionsverbrechen sieht es noch schwieriger aus. Deshalb reicht es nicht, wenn wir nur einseitig ein Sondertribunal fordern, sondern wir müssen gleichzeitig auch alles in unserer Macht Stehende tun, um den Internationalen Strafgerichtshof zu stärken und seine Zuständigkeit für die Ahndung des Aggressionsverbrechens auszuweiten. Denn auch das ist ein Beitrag dazu, künftige Kriege zu verhindern. Vielen Dank. Soweit der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion hier zum Antrag der Unionsfraktion zu einem Sondertribunal anlässlich des russischen Angriffskriegs. Susanne Hennig-Welzow spricht nun für die Linksfraktion. Ist noch ein bisschen hoch hier. Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, Vergewaltigung durch russische Soldaten, die Massaker in Butscha und anderswo, gezielte Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung gegen wehrlose Kinder, Frauen, Alte. Folterstätten, Hinrichtungen, erniedrigende Behandlung von Kriegsgefangenen. Das alles sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dieser Katalog der Grausamkeit, von dem nicht nur der UN-Generalsekretär spricht, ist furchtbar lang. Und das bedeutet, das muss jetzt genauestens untersucht werden, denn wir brauchen eine konsequente Strafverfolgung. Russland hat einen Angriffskrieg begonnen. Russland begeht Kriegsverbrechen. Und ja, man kann nicht nach Frieden rufen, ohne den Aggressor zum Abzug aufzufordern. Natürlich ist mein Wunsch groß, Putin und seine Befehlshaber vor Gericht zu stellen. Aber wir wissen auch, leider, dass die Strafverfolgung ganz und gar nicht einfach ist. Dafür gibt es Gründe. Das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte engagiert sich seit Jahren, die Verantwortlichen für Folter, Kriegsverbrechen, Vergewaltigungen juristisch zu verfolgen und sagt zu Recht, Legitimität und Wirkungskraft des Völkerrechts und seiner Einrichtungen haben in den letzten Jahrzehnten stark gelitten. Die Gründung eines Sondertribunals würde Doppelstandards fortsetzen. Die Anwältin der genannten Menschenrechtsvereinigung berichten außerdem, dass die Regeln unzureichend sind, dass Institutionen gestärkt werden müssten, dass dem Recht konsequente Haltung, Geltung verschafft werden sollte. Und deshalb fordern wir die Erweiterung der Verfolgung des Verbrechens der Aggression im römischen Statut. Wenn wir nun über Lücken des Völkerstrafrechts reden,
sollten wir das nicht aus den Augen verlieren. Sehr geehrte Kolleginnen, es gibt Rechenschaftslücken. Es gibt Grenzen in dem, was der Internationale Strafgerichtshof tun kann. Es gibt Aspekte in der Architektur der internationalen Ordnung, Stichwort Sicherheitsrat, die mögliche Wege der Ahndung von Kriegsverbrechen nun blockieren. Es ist schwierig, ein unparteiisches und international anerkanntes Strafverfahren zu etablieren. Und ja, das tut weh, weil der Wunsch, der innere Kompass, den man hat, so sehr danach strebt, kein Kriegsverbrechen ungestraft zu lassen, weil man den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen möchte. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das bleibt das Ziel, ohne Einschränkung. Ein Weg, der den Vorwurf des Ausnahmerechts bekräftigen und der Legitimation der internationalen Strafjustiz schaden würde, sollten wir nicht gehen. Wir stimmen daher dem Antrag der Union nicht zu. Vielen Dank. Das Wort erhält Helge Limburg für Bündnis 90 Die Grünen. Und Helge Limburg ist der rechtspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Ukraine nicht nur den Weg der Selbstverteidigung gesucht, sondern konsequent auch den Weg des internationalen Rechts. Sie hat sich an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gewandt und, es ist schon gesagt worden, eine Anordnung vorsorglicher Maßnahmen gegen Russland erwirkt. Sie kooperiert bereits seit 2014 mit dem Internationalen Strafgerichtshof und hat dessen Zuständigkeit für gesamtes Territorium seit 2014 anerkannt. Und sie fordert keine Rache, sondern sie fordert Gerechtigkeit in Form eines internationalen Tribunals. Bei diesem Weg der Aggression Russlands, die Stärke des Rechts entgegenzusetzen, sollten wir die Ukraine auch weiterhin unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist mehrfach gesagt worden, die Frage, wie das Verbrechen der Aggression geahndet werden kann, ist keinesfalls eine leichte, weil zum Beispiel der Weg, über den andere Ad-hoc-Tribunale eingesetzt worden sind, Jugoslawien, Ruanda, über den Sicherheitsrat in der Tat versperrt ist, Herr Kollege Krings. Das heißt, wir müssen einen international legitimierten Weg finden und wir müssen gleichzeitig, auch das haben viele Vorrednerinnen und Vorredner zu Recht gesagt, den Internationalen Strafgerichtshof weiter stärken. Nur beides zusammen kann eine echte Stärkung des internationalen Strafrechts sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Prozess von Nürnberg gab es keinen Fall, in dem das Verbrechen der Aggression auf internationaler Ebene strafrechtlich verfolgt wurde, obwohl es an Kriegen und Konflikten leider nicht gemangelt hat. Wenn ein solches Sondertribunal kommt, dann würde das also Rechtsgeschichte schreiben. Aber ich meine, es ist im Jahr 2023 an der Zeit, in diesem Punkt internationale Rechtsgeschichte zu schreiben. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss noch ein Hinweis. Wir haben in der Debatte heute auch wieder und auch sonst immer wieder Versuche erlebt, der NATO oder gar der Ukraine irgendeine Mitschuld am russischen Überfall zuzuschieben. Solche Versuche müssen schärfstens zurückgewiesen werden. Die Verantwortung für diesen Krieg tragen Putin und seine Clique, trägt Russland, und dafür werden die Beteiligten auch eines Tages zur Verantwortung gezogen werden. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert über die Reaktionen auf den Ukraine-Krieg. Morgen wird das natürlich auch der Krieg Thema sein. Es gibt eine Regierungserklärung zu einem Jahr Zeitenwende. Wir sind natürlich ab 9:15 wieder dabei. Im Interview hat dann mein Kollege Erhard Schärfer, Johann Wadepohl von der Union und Michael Roth von der SPD. Jetzt geht es aber hier bei Phoenix weiter mit der Tag. Und damit gebe ich ab zu Anja Schallet.